Freunde des Hamburger Abendblattes, liebe Freunde der Bergedorfer Zeitung, herzlich willkommen hier in der wunderschönen Aula der Sachsenwaldschule in Rheinbeck zu unserer zweiten von vier Podiumsdiskussionen mit den Landtagsdirektkandidatinnen und Kandidaten aus dem östlichen Hamburger Umland zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai. Wer sind die Frauen und die Männer, die ins Landesparlament in Kiel einziehen wollen und welche Positionen vertreten sie? Dieser Frage wollen wir uns ein bisschen annähern. Heute sind wir im Wahlkreis 30 Stormann Süd hier in Rheinbeck, zudem außer Rheinbeck auch noch die Stadt Glinde, die Gemeinde Oststeinbeck, die Gemeinde Basbüttel und die Gemeinde Wentorf zählen. Bevor wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und hier im Saal, jetzt grob den Ablauf des Abends skizzieren, möchte ich Ihnen kurz unsere Kandidaten vorstellen. Wir haben unsere Gäste heute Abend so angeordnet hier an den Tischen, wie es auch der Sitzordnung im Landtag in Kiel entspricht. Insofern beginne ich für die CDU mit dem 35 Jahre alten Lukas Kilian aus Wentorf, Rechtsanwalt und Notar. Seit 2017 im Landtag und dort innen- und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Guten Abend. Zu seiner Linken sitzt Volker Dahms aus Rheinbeck, 45 Jahre alt, ein selbstständiger Versicherungsfachmann, der seit 5 Jahren in der Rheinbecker Kommunalpolitik aktiv ist. Kandidatin der Grünen ist Katharina Bartsch aus Wentorf, 41 Jahre alt, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Und sie ist unter anderem stellvertretende Bürgermeisterin in Wentorf. Guten Abend. Martin Haversat, 45 Jahre alt und von Haus aus Gymnasiallehrer, ist der Kandidat der SPD. Er sitzt seit 2009 im Landtag und ist dort bildungspolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Guten Abend. Dann haben wir noch Thies Wilkening auf dem Podium von den Linken, der vielen bekannt sein dürfte hier in Rheinbeck als Mitarbeiter der Stadtbibliothek. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wir hatten auch Annette Walter, Direktkandidatin der AfD, eingeladen, die sich aber entschuldigen lässt. Ihre Gastgeber heute Abend sind mein Kollege André Herbst und ich. Mein Name ist Alexander Sulanke. Guten Abend. Gut, dann will ich erstmal erzählen, wie wir heute den Abend gestalten wollen. Wir haben uns überlegt, dass hier 4 Themenblöcke angesagt werden. Wir werden uns also den Themenbereichen Energie, dann Verkehr und Verkehrswende widmen, außerdem dem Bereich, der überall ein echtes Reizthema ist, hier wahrscheinlich besonders, Schule, Kita. Da wird es natürlich auch so ein bisschen um die Frage gehen, wie weit sind wir denn mit der Digitalisierung heute schon so gekommen. Und zum Schluss ein weiteres Thema, mit dem man sicherlich einen kompletten Abend bestreiten könnte, nämlich Wohnungsbau und Siedlungsdruck im östlichen Hamburger Umland. Nach 2 Themenblöcken werden wir eine kleine Unterbrechung machen, damit Sie, liebe Zuhörer hier vor Ort und auch unsere Zuhörer, die das Ganze per Online-Stream verfolgen, die Gelegenheit haben, Fragen loszuwerden. Wollen Sie da nicht zu lange auf die Folter spannen, wenn es dann doch irgendwo brennende Nachfragen gibt, ist es ein bisschen schwierig, dann 1,5 Stunden an sich zu halten, das wissen wir wohl. Deswegen nach 2 Blöcken werden wir ein kleines Break machen, dann haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen. Ja, Fragen sind das Stichwort. Ich möchte Sie auch nochmal ausdrücklich dazu ermutigen, welche zu stellen. Und wir hatten ja auch im Vorfeld dieser Diskussionsreihe schon mal dazu aufgerufen, uns Fragen zukommen zu lassen. Und eine möchte ich jetzt vorab einmal exemplarisch stellen. Wir haben hier eine Dame und 4 Herren auf dem Publikum. Das ist ein Bild, das wir exakt so auch vor 2 Tagen in Ahrensburg gesehen haben. Nora Pfaff fragt uns, und ich spreche jetzt zuerst Sie, Frau Bartsch, einmal an, was tut Ihre Partei für Geschlechtergerechtigkeit?
Naja, wir Grünen haben seit langem die Quote. Wir besetzen alle Ausschüsse, alle Listen paritätisch mit Männern und Frauen, wobei die Frauen immer die ungeraden Listenplätze oder die ungeraden Zugriffe haben, das heißt den ersten und den dritten. Und insofern, glaube ich, kann man sich als Frau in unserer Partei gut sowohl emporarbeiten als auch sowieso einbringen. Alle Frauen sind bei uns herzlich willkommen. Wir haben diese Problematik nicht. Wie sieht es in anderen Parteien aus? Wie sieht es im Landtag aus? Was sagen Sie, Herr Kilian? Bei uns in der CDU-Landtagsfraktion sind aktuell viel zu wenig Frauen. Das liegt daran, dass bei uns in Wahlkreismitgliederversammlungen häufig Männer sich durchgesetzt haben. Und dementsprechend haben wir als in der Landespartei überlegt, wie kann man das ändern, wie kann man dem entgegensteuern. Und haben zwar keine Verpflichtung in der Satzung, also die Verpflichtung in der Satzung ist, dass jeder dritte Listenplatz mit einer Frau besetzt ist, aber der Landesvorsitzende unserer Partei, Daniel Günther, hat angekündigt, zur Landtagswahl eine Liste aufzustellen, die 50% aus Männern und 50% aus Frauen besteht. Und so ist es auch bei uns jetzt, dass jeder zweite Listenplatz wechselt. Also Mann, Frau oder andersrum. Und das, weil wir nicht in allen Wahlkreisen Frauen aufgestellt haben, sondern zum Teil eben auch Kandidaten, so wie ich zum Beispiel, wieder kandidieren, die nun offenkundig männlich sind, führt das dazu, dass bei uns gegen alle anderen Gepflogenheiten in den letzten Jahrzehnten nicht die ersten 35 Listenplätze an die Direktkandidaten gehen, sondern es irgendwann dann anfängt zu brechen, die Liste. Und das heißt, dass auch Menschen ohne Direktkandidatur, ohne Wahlkreis vor anderen auf der Liste stehen, weil wir eben erkannt haben, wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten und wenn man mal drin ist, dann ist die Hürde genommen. Dann ist es viel einfacher, auch in der Union wieder aufgestellt zu werden und deswegen ohne Vorgabe aus der Satzung, aber mit dem politischen Willen, dass man mehr Frauen in die Parlamente bekommt, diese 50% quotierte Liste. Ja, vielen Dank. Herr Dahms, wie sieht es bei der FDP aus? Was wünschen Sie sich, was tun Sie für mehr Geschlechtergerechtigkeit? Ja, vielen Dank für die Frage. Was wünsche ich mir? Ich sehe das Problem tatsächlich so, dass also erstmal diverse Blickwinkel auf die Politik zu bekommen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und Männer und Frauen sind unterschiedlich und ich glaube, Männer und Frauen gehen politische Themen auch unterschiedlich an. Das ist wichtig für einen Diskurs und für eine Diskussion. Ich erlebe das in der Kommunalpolitik hier in Rheinbeek, dass das sehr, sehr männerlastig ist. Und von meinen Erfahrungen liegt das in erster Linie daran, dass die Vereinbarkeit von Ehrenamt oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine sehr, sehr schwere ist. Das wir hier in Deutschland immer noch das Thema haben, dass Frauen eben in erster Linie, wenn Familie angesagt ist, sich im Schwerpunkt um Familie kümmern und dann der Nachwuchs, also im Ehrenamt fehlt und das müssen wir verbessern. Also das Gesellschaftliche müssen wir verbessern, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von Ehrenamt und Familie besser wird, weil übers Ehrenamt kommen eben auch die Frauen dann in die Politik. Und über eine breite Auswahl von Frauen kommen wir dann eben auch zu mehr Frauen in die Landespolitik und in die Bundespolitik. Ja, vielen Dank. Herr Habersaat, schauen Frauen mit einem anderen Blickwinkel auf die Politik? Teilen Sie diese Meinung? Was tun Sie für Geschlechtergerechtigkeit? Also Frauen schauen ganz bestimmt mit einem eigenen Blickwinkel auf die Politik. Deswegen sind wir auch froh, in der SPD viele starke und kluge Frauen zu haben. Die SPD in Schleswig-Holstein war ja die Partei, die mit Heidi Simonis das erste Mal eine Ministerpräsidentin in Deutschland aufgestellt hat. Die Hälfte der MinisterpräsidentInnen, die die SPD heute stellt, sind Frauen. Unsere Landtagsfraktion besteht aus 10 Frauen und 11 Männern. Unsere Kandidatenlage ist auch nahezu ausgeglichen. Nun haben wir in Stormarn 3 Männer aufgestellt, das ist wahr. Aber im Kreis Herzogtum Lauenburg dafür nur Frauen. Insofern ist das unterm Strich sehr ausgeglichen bei uns und da achten wir auch intern drauf. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir auch eine Fraktions- und Landesvorsitzende haben, die eine Frau ist. Danke. Herr Wilkening, wie beurteilen Sie das Thema? Ja, ich
teile tatsächlich einige von den Punkten, die hier schon genannt wurden. Und wir als Linke, also auch bei uns sind die Listen quotiert. Also wenn wir in den Landtag kämen, dann hätten wir auch eine, ja, je nach Anzahl, also bei einer ungeraden Anzahl Abgeordneten, eine mehrheitlich weibliche Fraktion und ansonsten 50-50. Außerdem verstehen wir uns als eine feministische Partei, die das Ziel hat, allen Frauen die Mitarbeit auch in der Partei zu ermöglichen, auch und auch generell mehr Entfaltungsmöglichkeiten, quasi auch was Kinderbetreuung und sowas angeht, zu geben, da eben möglichst perspektivisch irgendwann auch Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dass wir zum Beispiel bei größeren Parteiveranstaltungen auch Kinderbetreuung anbieten, sodass Frauen teilnehmen können. Wir haben hier vor Ort jetzt tatsächlich wenig Frauen in unseren Strukturen, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass Frauen tendenziell eher so sozialisiert werden oder Mädchen eher leiser, ruhiger, nicht so offensiv fordernd irgendwie an Dinge ranzugehen. Und das sind auch Geschlechterrollen, die wir als Partei überwinden wollen. Ja, herzlichen Dank. Das kurz vorab zum Aufwärmen. Bei Aufwärmen sind wir sozusagen beim Thema und durch diesen Komplex werde ich Sie jetzt auch noch führen. Es geht um Energie. Wir haben uns mal schlaglichtartig zwei Gebäude, wohlgemerkt kommunale Gebäude hier in der Nachbarschaft angeschaut. Das eine ist das Freizeitbad in Rheinbeek, das ja nun den Ruf hat, ein großer Energiefresser zu sein. Wenn wir in die Nachbarstadt Glinde schauen, auf die Feuerwache, mit der nun auch nicht alles in Ordnung ist, wie wir gerade in unserer Zeitung lesen konnten, dann sehen wir aber auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Das mal so als Bestandsaufnahme, deshalb meine Frage an Sie. Welche Anreize kann und welche Anreize sollte das Land, sollte die Landesregierung schaffen, um den Ausbau der regenerativen Energie Erzeugung auch in dieser Region zu steigern, hier wo wir nun wenig Windkraftanlagen und dergleichen haben. Ich gebe die Frage zunächst mal an Herrn Kilian. Ja, vielen Dank. Wir haben die Situation, dass im Moment der Ausbau auf privaten Gebäuden eine wahnsinnig große Nachfrage hat. Wenn man hier in Rheinbeck sich die örtlichen Elektrikerfirmen auf die Homepage geht und schaut, ich möchte eine Solaranlage haben, dann wird man auf manchen Seiten schon gefragt, wollen Sie eine Solaranlage? Ja, dann können Sie Mitte 23 wieder eine bekommen, weil die Nachfrage immens hoch ist. Das hat sicher auch was mit dem Thema Energiesouveränität und Unsicherheit, Energiepreise aufgrund der Ukraine-Krise zu tun. Wir haben im Landtagswahlprogramm vor der Ukraine-Krise in unserem Wahlprogramm aufgenommen, dass wir Privaten finanzielle Förderung geben wollen, wenn man sich erneuerbare Energien anschafft. Das geht nicht bei PV-Anlagen, weil die vom Bund schon gefördert sind und dann Landesförderung und Bundesförderung miteinander konkurrieren würden. Das ist gesetzlich nicht möglich. Das geht aber bei den infrastrukturellen Maßnahmen, also wenn man sich einen Batteriespeicher anschafft, wenn man sich Wärmepumpen anschafft und Ähnliches, weil wir dort diese Umrüstung brauchen. Wenn wir ehrlich sind, in Schleswig-Holstein produzieren wir weit mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als wir verbrauchen. Es ist aber trotzdem sinnvoll, hier auch privat noch mehr zu erzeugen und sich unabhängig zu machen, weil wir feststellen, wir sind die grüne Steckdose Deutschlands geworden und es ist auch ein Thema für Industrieansiedlung, dass man in Schleswig-Holstein mit erneuerbarer Energie, mit Windstrom oder Solarstrom gut davonkommt. Was kommunale Themen und Dächer angeht, aber auch Landesdächer, haben wir vor und haben wir auch in unser Energiewende- und Klimaschutzgesetz geschrieben, dass wir wollen, dass zunächst der Staat auf seinen Gebäuden PV oder Ähnliches installiert, bevor wir eine Pflicht für Bürger installieren, dass wir sagen, jeder muss auf seinem Dach eine PV-Anlage errichten, weil das kostet auch 20.000, 30.000 Euro und das Thema Bauen und bezahlbares Wohnen ist auf der anderen Seite ein riesengroßes. Deswegen sehen wir da eine Pflicht, halten wir da eine Pflicht für falsch, arbeiten aber durchaus schon mit Pflichten für Gewerbetreibende auf Gewerbedächern und wollen auch, dass der Staat mit gutem Beispiel vorangeht und Landesliegenschaften, aber auch kommunale Liegenschaften mit entsprechenden Anlagen ausrüstet, damit wir hier autark werden. Und das ist bei uns in der Region definitiv die PV-Anlage,
weil hier im Wahlkreis die Windhöfigkeit nicht so ist, dass wir ein Windrad in dieser Region bekommen würden. Herr Dahms, die Pflicht für Gewerbetreibende auf ihren Dächern PV-Anlagen zu errichten, was sagt die FDP dazu? Also grundsätzlich bin ich persönlich gegen Pflichten. Sollte frei in der Entscheidung sein. Bei Gewerbedächern, da kann ich den Weg mitgehen, da kann die FDP den Weg mitgehen, das eben verpflichtend zu tun. Grundsätzlich ist es so, dass zum Thema Solar die öffentliche Hand und die Kommunen dort mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Das Problem, was ich in der Pflicht eben sehe, ist, wenn eine Kommune wie Rheinbeek, obwohl es den politischen Auftrag gibt, auf allen öffentlichen Dächern zu prüfen, ob eine Solaranlage machbar ist, wie die Kosten sind. Solche Anträge liegen seit Jahren vor. Es eben an der Zeit fehlt, diese Anträge abzuarbeiten. Es gibt immer gute Gründe. Corona ist ein Grund, jetzt ist die Ukraine-Krise bestimmt ein Grund, dass dieses Thema nicht prioritär ist. Aber eine Verpflichtung sowohl für Gewerbe und für Privat kann ich es mir im Moment gar nicht vorstellen. Wenn die öffentliche Hand und die Kommune ist dann hier die erste Adresse vor Ort, dort nicht mit gutem Beispiel vorangeht, da habe ich große Bauchschmerzen mit. Und das Thema Solar, Windkraft hier in Stormern. Windkraft, da gibt es Flächenpläne, wo Windmühlen eben besonders ertragreich betrieben werden können. Da ist Stormern eben nicht das Land oder der Kreis, wo mit Windmühlen eben besonders hohe Erträge erwirtschaftet werden können. Das ist in erster Linie an der Küste. Und im Ballungsgebiet mit den Abständen tun wir uns hier keinen Gefallen, wenn wir Windmühlen in Stormern durchsetzen wollten als Politik. Frau Bartsch, geht es Ihnen weit genug, was Ihre Vorredner an Vorstellungen geäußert haben? Nein, ich habe auf jeden Fall noch Ergänzungen. Das eine, Sie hatten nach einer Pflicht gefragt, gerade im Privaten. Ich glaube, ich kann mir die in Zukunft durchaus vorstellen. Ich glaube, wir brauchen sie nur einfach gerade nicht. Was wir ja gehört haben, und da kann ich mich Lukas Kilian nur anschließen aus eigener Erfahrung, die Handwerker und die Solarlieferbetriebe sind total ausgelastet. Das heißt, es gibt eine hohe Nachfrage nach Solardächern, nach diesen Anlagen. Das heißt, die Menschen sind schon bereit, diese großen Investitionen zu tätigen, sei es aus ökologischer Überzeugung, weil sie einfach sagen, ich möchte mich an diesem Prozess beteiligen, sei es aus finanziellen Gründen, weil sie sagen, ich habe hier eine tolle Förderung bekommen und das rechnet sich für mich einfach. Aus welchen Gründen auch immer sind die Menschen schon bereit, das zu machen. Die öffentliche Hand, glaube ich, muss dringend nachlegen, weil wir, denke ich, als öffentliche Hand immer mit gutem Vorbild vorangehen müssen und es nicht nachvollziehbar ist, warum wir Sporthallendächer haben und Rathausdächer und was weiß ich noch nicht, was alles für Dächer, die wir dann dafür nicht nutzen. Ich glaube, es fehlt aber auch noch an anderer Stelle. In Rheinbeek ist ja eine ganz großartige Sache, die wir gemacht haben. Wir haben viele lokale Netze in lokaler Hand mit dem E-Werk Rheinbeek-Sachsenwald. Das ist ja mit Wentorf gemeinsam. Wir haben hier einen lokalen Energieversorger, der jetzt auch weitere Sparten ja übernommen hat, sodass wir als Lokalpolitik, aber auch als Landespolitik dort eben ja auch Einfluss nehmen können darauf, wie sich unsere Energiepolitik vor Ort entwickeln muss. Und ich glaube, das sollte ein gutes Beispiel sein, auch für andere Gemeinden und Städten, darüber nachzudenken, diese Infrastruktur im Zugriff zu haben in lokaler Hand. Und was wir darüber hinaus, glaube ich, noch tun müssen, was eine große Bremse ist in dieser Energiewende, ist, dass wir, weil wir Deutsche sind, glaube ich, vieles einfach sehr, sehr akkurat, aber auch sehr, sehr kompliziert machen. Und ich selber habe vor einigen Jahren so eine Mini-Anlage auf meinem Carport installiert und ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die angemeldet bekommen habe beim E-Werk. Und da kommen heute noch irgendwelche Zettel mit irgendwelchen Dingen. Und es ist unglaublich kompliziert, selbst mit dem großen Willen, den man hat und mit einem abgeschlossenen Studium im Hintergrund, irgendwie das zu bewältigen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Prozesse vielleicht
einfacher zu gestalten oder den Bürgerinnen und Bürgern Hilfe an die Hand zu geben. Das kann auf kommunaler Ebene sein oder auf Ebene des Energieversorgers, einfach zu sagen, okay, du willst das machen, ich helfe dir dabei. Ich glaube, das wäre ein großer Motor in dieser Energiewende, in diesem Energiewendebereich. Herr Habersaat, müssen die bürokratischen Hemmnisse abgebaut werden, um an um solche Technologien zu installieren? Es gibt dem Vernehmen nach Ländern in Europa, da schraubt man sich so eine Solaranlage aufs Dach und meldet dann dem zuständigen Rathaus, dass die da ist, und ab dann läuft der Stromzähler rückwärts. Als Zielvorstellung fände ich das gut. Ich würde gerne den Gedanken der Beratung aufnehmen und die Frage, was der Staat eigentlich tun kann. Ich mache gerade ganz viel Haus-zu-Haus-Wahlkampf und besuche viele Haushalte. Da wohnen häufig in Einfamilienhäusern einzelne Menschen oder Ehepaare jenseits der 70, die denen schon klar ist, dass die Heizung im Keller nicht mehr die aktuelle ist und denen schon auch klar ist, die Ölheizung müsste vielleicht mal weg oder Gasheizung ist ja momentan auch nicht mehr das Wahre. Aber sollen wir das denn noch stemmen? Sollen wir die Investition machen? Und wenn überhaupt, was sollen wir denn machen? Müssen wir uns da jetzt einarbeiten und Energieexperten werden? Und ich glaube, da kann auch das Land eine ganze Menge mehr tun, indem es Lösungen anbietet. Ich glaube, es wird auch viel mehr wieder auf regionale Wärmenetzwerke hinauslaufen. Es gibt in verschiedenen Wohngebieten hier in der Gegend jetzt schon kleine Blockheizkraftwerke, die dann ein Wohngebiet versorgen mit Wärme. Das wird sicherlich mehr werden. Bei Neubauten diskutieren wir über eine Pflicht von Solaranlagen, zumindest ab einer gewissen Größe des Neubaus. Und was die Windkraft angeht, würde ich nicht einfach nur pauschal sagen, das geht in Stormarn nicht. Das hieße denn ja, es geht in Hamburg auch nicht. Und wo denn in Niedersachsen das günstiger sein soll als in Stormarn, müsste man dann auch gucken. Und auf einmal stehen nur noch in Nordfriesland und Dithmarschen Windkraftanlagen. Das wird nicht reichen. Ich würde einen letzten Satz noch sagen, wenn man die Auftragslage im Handwerk momentan sich anguckt und tatsächlich die vollen Bücher, dann muss man jungen Menschen ja einfach raten, guckt euch an, wo gerade Klimaschutz wirklich gemacht wird und überlegt euch, ob das nicht auch was für euch wäre. Ja, vielen Dank. Auf die Windkraft in Stormarn würde ich gleich nochmal zurückkommen. Herr Wilkening, wo sehen Sie Potenzial für Anreize in regenerative Energieerzeugung zu investieren? Na, also erstmal sollten die Kommunen, wie auch hier schon gesagt, selber mit investieren in zum Beispiel die Solaranlagenbestückung ihrer Gebäudedächer, aber auch in kommunale und landeseigene Windparks. Auch da sehe ich hier in Stormarn möglicherweise Möglichkeiten. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, habe mich da jetzt nicht wahnsinnig eingearbeitet, aber sollte man, glaube ich, zumindest nicht generell abschreiben. Und auch Flächen Solaranlagen. Sollte es mehr geben und sollte es geben unter, also in der Hand der Kommunen und des Landes, um eben die damit erzielten Gewinne dann auch der Allgemeinheit zugutekommen zu lassen. Was die privaten Gebäude angeht, sind wir für tatsächlich eine Pflicht bei Neubauten und bei was Gewerbegebäude angeht, muss generell auch geguckt werden, wenn eben jetzt neue Gewerbegebäude gebaut werden, dass da flächensparender gebaut wird, eventuell mehr in die Höhe gebaut wird und dann obendrauf natürlich auch noch Energieerzeugung kommt durch Photovoltaik. Und was die zum Beispiel private Vermieter angeht, da also für selbstgenutztes Eigentum, denke ich, sollte es auf jeden Fall Subventionsmöglichkeiten geben, auch möglicherweise, wobei das ja eine Bundessache ist, wieder eine Erhöhung der Einspeisevergütung für Solarstrom, aber was so privates, vermietetes Eigentum angeht, da glaube ich, dass zwischen den realen Kosten, die so anfallen pro Quadratmeter Wohnraum für den Vermieter und den Kosten, die MieterInnen dann zahlen, da noch einiges an Raum ist und dass da zum Beispiel eine Solaranlage ganz gut reinpassen könnte in vielen Fällen. Ja, vielen Dank. Lassen Sie mich bitte noch einmal auf die Windkraft zurückkommen. Herr Habersaat, Sie waren einer
der wenigen, die sagten, auch hier ist Platz theoretisch für Windkraftanlagen, vielleicht nicht gerade im Sachsenwald, aber sie sagten, das kann nicht alles in Dithmarschen und an der Küste stehen. Wo sähen Sie konkret solche geeigneten Flächen? Und wenn ich die Frage noch anschließen darf, wie viel Spielraum hat Schleswig-Holstein an der Westküste noch in weitere Windkraft zu investieren? Also die Ausgangslage momentan war ja, dass Schleswig-Holstein gesagt hat, wir wollen 2% der Landesfläche zur Verfügung stellen, um den Strom, den wir brauchen, auf erneuerbarem Wege zu erzeugen. Der Weg wird aber ja weitergehen. Wir werden ja künftig nicht nur den Strom als Strom verbrauchen, sondern wir werden den Strom für den Tank brauchen sozusagen. Also E-Mobilität wird eine immer wichtigere Rolle spielen. Wir brauchen Ladesäulen und dann können wir auch irgendwann mal mit Strom Auto fahren und uns bewegen. Und auch die Wärmeversorgung wird zu einem nicht unerheblichen Teil strombasiert erfolgen müssen. Und dieser Strom muss irgendwo herkommen und deswegen reichen diese 2% der Landesfläche wahrscheinlich nicht aus. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man über die definierten 2%, die wir jetzt haben, hinaus sagt, dass zum Beispiel an den Standorten, wo heute schon Windkraftanlagen stehen, die aber nicht innerhalb dieser 2% Vorrangflächen stehen, die aber akzeptiert sind von der Bevölkerung, ob man da Repowering erlaubt und da zusätzliche Anlagen aufbaut. Und man muss insgesamt das Land nochmal durchgehen und sich fragen, wenn wir jetzt 3% haben wollten, wo kämen dann notwendige Flächen her? Und ich finde zum Beispiel, dass in der Nähe von Autobahnen, wo keine Menschen wohnen, durchaus Windkraftanlagen stehen könnten. Vielleicht nicht gerade so, dass sie auf die Autobahn kippen. Das wäre dann vielleicht der Mindestabstand zur Autobahn, den man haben müsste. Aber ansonsten kann ich Ihnen jetzt keine konkreten Standorte in Stormarn nennen, würde aber Stormarn nicht pauschal ausschließen, wenn man sagt, wir müssen jetzt aus vernünftigen Gründen nochmal über das Land gucken, wo wir was aufbauen können. Herr Kilian, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich hatte vorhin auch ausdrücklich nicht ganz Stormarn ausgeschlossen, da gab es hier schon einen Unterschied, sondern das für den Wahlkreis nicht, weil ich sozusagen not in my backyard ein Windrad haben will, sondern weil es tatsächlich um das Thema Windhöfigkeit geht. Also es macht keinen Sinn, eine Windkraftanlage irgendwo hinzustellen, damit sie gerecht verteilt ist, sondern sie muss schon dastehen, wo der Wind weht. Und da gibt es auch Flächen, auch jetzt aktuell ausgewiesene Flächen im Nordstormarn, also im Landkreis Stormarn an sich gibt es Windräder und gibt es auch Eignungsflächen für Windenergie. Ich halte den Punkt, den der Kollege Habersaat gesagt hat, für sehr wichtig, dass wir über Repowering sprechen. Das heißt, Anlagen, die jetzt da stehen, die aus der Förderung laufen und die quasi sozusagen ein bisschen ihre Zulassung verlieren, grob gesprochen, dass man die weiterlaufen lässt, beziehungsweise repowert, also an gleicher Stelle eine neue Anlage mit mehr Power installiert, die mehr für mehr Strom sorgt. Weil da sind die Menschen an das Windrad gewöhnt und sagen, das ist wunderbar, vielleicht sind sie sogar beteiligt und profitieren mit davon, dass da Windstrom entsteht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eine komplette Windplanung machen für das Land, dann werden wir wieder über Jahre zurückgeworfen, weil diese Windplanung fürs Land war etwas, das hat die Vorgängerregierung angefangen, dann wurde es beklagt, dann wurde es wieder neu aufgemacht, wurde wieder beklagt. Also da haben wir wahnsinnig viele Pläne, als auch in Jamaika-Koalition, entworfen, weil wir immer wieder in diesem Planabwägungsverfahren Vorschläge, Initiativen hatten, die gesagt haben, das geht nicht, dies geht nicht, Umweltschutzverbände, das ist ja auch so ein bisschen dann der Kampf Artenschutz gegen Klimaschutz, hier, ne, wie geht man mit geschützten Vögeln wie Rotmilan um, da gibt es auch neue Technik, dass ein Windrad dann automatisch stoppt und ähnliches. Ich glaube, da passiert noch viel. 3% der Landesfläche kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 3% der Landesfläche für Windenergie ausweisen, aber wir stellen auch fest, und das war das, was ich mit grüner Steckdose vorhin angesprochen habe, wir haben jetzt ja eine riesige Industrieansiedlung in Schleswig-Holstein. Das ist im Hamburger Umland nicht ganz so bekannt, aber in Heide kommt eine Batteriezellenfabrik, Northvolt, ein schwedisches Unternehmen, das stellt insbesondere für BMW und Volkswagen Autobatterien her. 1 Million im Jahr. Und die haben sich für den Standort Heide entschieden, nicht weil Heide international so berühmt ist und hervorragend angeschlossen, sondern weil Heide direkt am Umspannwerk der Offshore-Windparks steht. Und wahnsinnig viel Überschussenergie, die dort gerade abgeriegelt wird, dort genutzt werden kann. Das heißt, man geht genau dahin, wo der Strom quasi im Moment im Netz stecken bleibt
und nimmt eine wahnsinnige Menge ab. Das ist gut für den Standort, für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein, weil 3000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze direkt in dem Werk entstehen und drumherum wahrscheinlich auch nochmal ganz viele. Aber das ist meines Erachtens auch der unique selling point unseres Landes, den wir mehr vermarkten müssen. Wir haben wahnsinnig viel erneuerbare Energien. Wir müssen noch mehr ausbauen. Wir machen für dieses Projekt allein gibt es einen Offshore-Windpark, der noch entstehen soll. Da kann wahnsinnig zuverlässig Energie geschürft werden, Wind geerntet, weil es diese Windhöfigkeit gibt. Und da gibt es weniger Bürgerinitiativen, weil es einfach nicht den Streit mit Nachbarn gibt, weil es im Meer steht. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich der Weg, um viel schneller im großen Ausmaß Schleswig-Holstein voranzutreiben, was diese Themen angeht. Windkraft als Standortfaktor, Herr Dahms, wie viel braucht Schleswig-Holstein noch? Ja, Windhäufigkeit, wir sollten uns wirklich daran orientieren, wo weht der Wind, weil Windmühlen bringen nur was, wenn die sich wirklich ständig drehen. Wir haben im Land Schleswig-Holstein übers Jahr gesehen eine durchschnittliche Versorgung mit erneuerbarer Energie bereits heute von über 100%, 114%. In der Spitze ist das deutlich mehr. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist ein Drittel des Jahres können wir uns nicht mit erneuerbarer Energie versorgen. Und es gibt eben auch Tage im Winter, wo wir schlechtes Wetter haben und der Wind auch nicht weht, wo wir wenig bis gar nichts bekommen aus dem Thema erneuerbare Energien. Insofern ist das Thema Repowering, also aus kleinen Anlagen größere zu machen, ganz wichtig und bedeutend. Mehr Fläche als 2% sehe ich nicht. Und wir sollten uns wirklich eben orientieren an dem Windplan, den wir haben. Insofern mag es vielleicht vereinzelte Standortmöglichkeiten auch in Stormarn sehen. Im Ballungsgebiet Stormarn Süd, wo wir ja heute für reden und antreten, sehe ich keine Möglichkeit für Windkraftanlagen. Frau Bartsch, Sie hatten gerade heftig genickt beim Wort Standortfaktor und jetzt haben Sie sich gemeldet. Genau. Mir geht es noch darum, das hatte Lukas eben auch gerade schon gesagt, es wird häufig Strom abgeriegelt. Das heißt, wir produzieren Strom, den wir aber nicht verwenden können, entweder nicht direkt vor Ort verwenden können oder unsere Netze können sie nicht aufnehmen. Das heißt, wir stehen quasi vor der Möglichkeit, wir können diesen Strom weiter abriegeln, müssen ihn aber dann an anderer Stelle durch die Verbrennung von Rohstoffen oder eben durch andere Dinge generieren. Das ist schlecht, davon wollen wir weg. Das heißt, wir müssen die Trassen ausbauen, wir müssen das Netz ausbauen, sodass wir den Strom, den wir hier im Norden generieren, eben auch in andere Regionen Deutschlands verkaufen können. Oder da gibt es ja auch Konzepte, wir müssen ihn umwandeln, wir müssen ihn speichern, sei es in Wasserstoff, sei es in Batterien, je nach Bedarf, um ihn dann sozusagen an den Schlechtwettertagen hier in Schleswig-Holstein nutzen zu können. Und das wird eine große Aufgabe sein. Die Lösung dieser Aufgabe, es wäre toll, wenn wir das auch in Schleswig-Holstein täten, um sozusagen hier die Arbeitsplätze zu generieren. Aber an diesen Projekten wird ja gearbeitet. Das heißt, wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass wir diese Überversorgung an erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein haben, sondern wir sollten darauf stolz sein, wir sollten das weiter ausbauen durch Repowering. Es gibt bestimmt auch noch an der einen oder anderen Stelle in bestehenden Parks die Möglichkeit, eine Windanlage dazuzustellen. Ich glaube auch, die Akzeptanz für diese Anlagen steigt. Wer sich einmal einen Tagebau in Mittel- oder Süddeutschland angesehen hat, mein Mann kommt aus Gelsenkirchen, ich kenne die Bilder, der findet die Windspargel gar nicht mehr so hässlich. Und ich glaube auch, dass sich der Blick der Menschen auf die Bedeutung der Wind- oder der erneuerbaren Energien verändert hat. Weil immer klarer wird, was ist denn die Alternative? Also ja, wir können uns darüber ärgern und es gibt natürlich negative Dinge an Windkraftanlagen. Es gibt diesen Schattenschatter, der nicht schön ist, wenn man da irgendwie durchläuft. Aber was ist denn die Alternative, wenn wir so weitermachen wie bisher? Werden einfach weite Teile der Welt unbewohnbar sein. Wir werden hier gar nicht mehr wohnen. Also insofern, glaube ich, hat auch dieser ganze Blick auf den Klimawandel den Blick auch milde gestimmt für viele Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Ja, vielen Dank, Frau Bartsch. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr diesen Themenkomplex hier abschließen und dann überleiten zu meinem Kollegen André Herbst und zum Thema Verkehr. Ja, Ich verkneife mir jetzt mal die Steilvorlage, die Sie eben gegeben haben, gleich aufzunehmen, das Thema Wasserstoff. Ich will natürlich über Verkehrswende mit Ihnen reden und es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, es wird nicht ohne Wasserstoff gehen, also ohne
Power-to-Gas-Technologie. Da haben wir nun gerade erlebt, dass man dann doch auf Seiten der Regierenden kapiert hat, dass sowas nur funktioniert, wenn man nicht dafür auch noch EEG-Umlage zahlen muss, sondern eigentlich EEG-Umlage bekommen muss. Das ist ja gerade geändert worden, also das ist ja tatsächlich dann mal ein Fortschritt in dieser Hinsicht. Worum ich mich sorgen würde, wenn ich mir das hier anschaue, ist tatsächlich das Thema Verkehrswende. Und da ist Rheinbeck, finde ich, ein Ort, der da durchaus exemplarisch einiges zu bieten hat. Meine erste Frage an Sie wäre, wie soll denn die Verkehrswende eigentlich vorangetrieben werden, also gerade mit Blick auf Rheinbeck? Wir haben auch wir als Zeitung, als Bergedorfer Zeitung immer wieder gefeiert, wenn dann mal neue E-Säulen, neue E-Ladesäulen hingestellt worden sind und. Und inzwischen ist es ja tatsächlich auch so, dass es eine zunehmende Zahl an Zulassungen für E-Autos gibt. Wir wissen aber natürlich auch, dass das nicht die allein glücklich machende Lösung sein wird. Man muss gar nicht so weit gucken. Wer gelegentlich mal sich auf die A1 begibt und Richtung Lübeck fährt, der kennt die Stromabnehmer für die Lkw, die ja nun elektrisch fahren sollen. Ich bin da häufig unterwegs. Ich habe, glaube ich, einmal einen gesehen. Es scheint mir jetzt nicht das Erfolgsmodell zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine eine Frage wäre jetzt tatsächlich, wie soll die Energiewende aussehen, wie soll die Verkehrswende aussehen, um die Energiewende voranzutreiben? Und, das wäre dann die anschließende Frage, gehört dazu, natürlich neben dem Individualverkehr, wir werden nicht alle Dörfer so an den Busverkehr anschließen können, dass es funktioniert, gehört dazu aber auch nicht ein Stück weit ein weiterer Ausbau des ÖPNV. Für Rheinbeck gefragt, reicht das, was wir hier gerade erleben, an Taktverdichtung auf der S21-Strecke aus? Oder muss da nicht eigentlich noch mehr passieren? Ich würde jetzt mal mit Herrn Wilkening anfangen wollen. Ja, alle 10 Minuten verliebt sich die S21 in Rheinbeck und einen CDU-Kandidaten. Leider ja noch nicht so ganz zu allen Tageszeiten. Und ich finde, ja, da wäre durchaus noch mehr drin. Aber auch allgemein, es ist halt so, haben Sie ja im Grunde jetzt auch schon gesagt, dass die Verkehrswende nicht so funktionieren wird, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, nur statt Verbrenner bauen wir überall Elektromotoren ein, sondern wir brauchen tatsächlich ganz prioritär neben der Vermeidung von Verkehr und der Optimierung der Abläufe eben eine Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, also auf den ÖPNV in Form von Bussen oder eben auch Schienen gebunden. Da gibt es ja hier durchaus auch Potenziale. Also ich habe da mal was gehört von Möglichkeiten, die U2 zum Beispiel zu verlängern über Oststeinweg, Linde bis Neuschönningstedt. Das wäre ja durchaus eine gute Sache, die man in Angriff nehmen könnte. Und auch sonst ist es, glaube ich, schon ein Beitrag, wenn wir hier in Rheinbeck, wo wir ja dankenswerterweise einen S-Bahn-Anschluss haben, wenn wir zum Beispiel Wohnungsbau hier in Rheinbeck machen und nicht irgendwo in Herzogtum-Lauenburg oder hier irgendwie weiter nördlich raus auf der grünen Wiese. Nee, klar, ist halt bloß ein Querschnittsthema. Ja, natürlich, ja. Klar. Nein, klar. Ja, nö, aber erstmal so viel. Ja. Herr Habersatt, was müsste denn passieren, um den hier eben beschriebenen Weg voranzutreiben? Also ein komplettes Umstellen auf ÖPNV, glaube ich, wissen wir alle, wird nicht so richtig funktionieren. Aber man könnte natürlich mal schauen, was man wirklich vor Ort tun kann. Also ne, Taktfrequenz ist ein Thema. Ich sage mal, wenn ich mir mal so den Rheinbecker Bahnhof angucke, ich arbeite schon sehr lange hier in der Region, ich habe also auch die gesamten Diskussionen im Vorfeld des Umbaus und alles mitgekriegt. Da frage ich mich schon, hat man da nicht ein bisschen was vergessen? Also wenn ich heute nach Rheinbeck fahre, vielleicht nicht früh morgens, sondern mittags, ich komme hier aus dem Dorf im Umland und will da mein Auto irgendwo lassen, habe ich ein kleines Problem, weil das kann ich hier nirgendwo lassen. Auf jeden Fall nicht, ohne nicht Gefahr zu laufen, dass ich irgendwann abgeschleppt werde. Also warum hat man trotz vieler Diskussionen seinerzeit nicht den Schritt gegangen oder ist nicht den Schritt gegangen und hat gesagt, okay, wir müssen auch an das Thema P&R denken. In den Ommühle-Wohldorf ist es ja zum Teil gedacht worden, aber auch nicht so, dass man unbedingt immer mit dem Ergebnis so ganz einverstanden sein kann. Aber in Rheinbeck hat man sich dazu ausgeschwiegen. Warum? Was kann das Land tun, um das zu fördern? Also das Warum, wollte ich Ihnen gerade sagen, müssen Sie die Kommunalpolitik fragen. Es ist bei diesen P&R-Plätzen oder Parkhäusern aber das große Problem, dass Sie letztlich viel Geld für ein Angebot ausgeben, das nicht Ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt, sondern ja
ausdrücklich denen, die von außerhalb kommen. Das macht es wahrscheinlich schwieriger, in der Kommunalvertretung die entsprechenden Mehrheiten zu organisieren. Ich habe mit verschiedenen Bürgermeistern hier in der Gegend über das Thema Park and Ride gesprochen, weise auch immer darauf hin, dass es Fördergelder von der Metropolregion gibt, genau aus dem Grund. Aber es bleibt für die Kommune ein großer Kostenbatzen hängen. Und es hängt damit auch die zweite große Hürde nach der Taktverdichtung zusammen. Also Taktverdichtung ist gut. Jetzt müssten wir uns die Tarife als nächstes angucken. Also dass Sie in Rheinbeck genau keinen Parkplatz finden, hängt ja auch damit zusammen, dass alle, die in Wohltorf oder auch Mühle einsteigen, mehr bezahlen müssen als die, die in Rheinbeck. Also Wohltorf ist genau meine Station eigentlich. Und ich überlege mir da schon, ob ich dann nicht vielleicht doch die eine Station anders zurücklege und dann muss das Auto irgendwo bleiben. Also die Tarifstruktur des HVV ist was wir uns angucken müssen. Insgesamt ist Hamburg ja dabei, ein wahnsinnig attraktives Netz aufzubauen mit dem Hamburg-Takt, also mit dem Versprechen, innerhalb von 5 Minuten erreichen Sie überall, wo Sie in Hamburg sind, den öffentlichen Personennahverkehr und kommen von da aus auch mit attraktiven Taktangeboten weiter. Da müssen wir im Umland natürlich mitziehen. Das kann nicht 1:1 geschehen, aber es muss passen. Die Busse müssen jetzt auch an den 19-Minuten-Takt angepasst werden. Das werden die Kreise tun. Wir müssen Hamburger Modelle, was Alternativen zu Bus und Bahn angeht, auch über die Landesgrenze fortsetzen. Also mein Beispiel sind immer diese tollen Fahrradstationen, die überall in Hamburg stehen. Warum organisieren wir nicht als Land, dass es diese Fahrradstationen auch über die Landesgrenze hinaus gibt? Das könnte theoretisch heute jede Kommune für sich verhandeln. Das könnte man aber auch mal zentral angehen. Moja und Joki sind momentan Angebote, die Städte einzeln für sich in ihre Städte bringen, andere auch wiederum nicht. Radwegebau wird, glaube ich, immer wichtiger, weil die E-Bikes einfach immer mehr in Mode kommen und immer mehr Menschen ein E-Bike haben. Und auf einmal ist das gar kein Problem mehr, 20 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wenn denn der Radweg attraktiv und in Ordnung ist. Und da sind wir noch lange nicht angekommen hier in der Gegend. Dann will ich da gleich mal nachsetzen. Das war, wie eben schon angesprochen, eine Steilvorlage. Wenn ich mit dem E-Bike zum Rheinbecker Bahnhof fahren wollte, hätte ich da ja ein anderes Problem. Wo lasse ich es? Also ich kann mich entsinnen, das ist bestimmt 25 Jahre her, dass ich darüber geschrieben habe, was hier diskutiert wurde bezüglich Fahrradboxen etc. Was also alles eigentlich passieren müsste an einem Bahnhof, um ihn halt für Menschen, die nicht ins Auto steigen wollen, erreichbar zu machen. Wir sind jetzt 25 Jahre weiter und diese Fahrradboxen gibt es immer noch nicht. Herr Kilian. Aber sie kommen. Das ist ernsthaft so. Es gibt die Bikeboxen und das ist tatsächlich jetzt gar nicht landespolitisch ein großartiger Erfolg, sondern das ist auch kommunal vorangetrieben worden. Es gibt dieses Programm und wir wollen als Union das nicht nur im Rheinbecker Bahnhof, sondern an allen Bahnhöfen im Land, weil das ein riesengroßes Problem ist. Man muss das Fahrrad irgendwo sicher abstellen können und man hat dann ein Schließfach, wo man eben auch seinen Akku laden kann. Weil sonst macht das auch wenig Sinn. Diese Bikeboxen wollen wir landesweit in jedem Bahnhof haben, aber in Rheinbeck und das ganz ohne Zutun der Jamaika-Koalition kommen diese Bikeboxen im nächsten Jahr. Ich glaube aber, wenn wir uns generell über das Thema Verkehrswende unterhalten, dann finde ich es trotzdem nochmal wichtig zu sagen, Herr Wilkening, Sie haben gesagt, schön und gut, Taktverdichtung, aber da muss mehr kommen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin seit 2017 im Landtag. Dieses Problem mit der Taktausdichtung der S21 gibt es hier seit wirklich langer Zeit. Und es war immer ein Problem, weil vor vielen, vielen Jahren eine schwarz-rote Koalition festgestellt hat, hier fahren zu wenig Menschen mit dem Zug. Ganz nebenbei haben die das mit einer Erhebung festgestellt, die nach Bauarbeiten gemacht wurde, die vielleicht nicht besonders belastbar war, und haben den Takt reduziert. Und seitdem hatten wir die schlechteste Anbindung im Hamburger Rand. Und ich habe in Kiel immer klipp und klar gesagt, ich will, dass dieses Thema angegangen wird. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich nun im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss sitze und in der Jamaika-Koalition auch gewisse Verhandlungen zu diesem Thema Verkehrsinfrastrukturausbau geführt habe. Und allein die Taktverdichtung in der Hauptverkehrszeit auf den 10-Minuten-Takt und die Nachtanbindung am Wochenende. Wir haben jetzt ja die stündliche Nachtanbindung am Wochenende, was gerade für junge Leute ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und ich glaube, was auch die Region hier attraktiver macht, das kostet das Land 800.000 Euro im Jahr. Das muss man mal klipp und klar sagen. Und wenn man dann sagt, Herr Wilkening, wir brauchen da noch viel mehr, dann muss man auch sagen, wo
im Land hat man denn diese Anbindung in dieser Frequenz, mit dieser inzwischen erreichten Stabilität, das war ja auch lange ein riesengroßes Problem von der S-Bahn, und dann müssen wir uns in den Konflikten mit anderen Regionen irgendwie noch weitere Punkte ausdenken, weitere Argumente, warum wir noch mehr wollen. Ich finde, wir sollten jede Taktverbesserung, die bis nach Bergedorf vorgenommen wird, auch wenn jetzt Nachtzüge in der Woche nach Bergedorf durchfahren sollten, wenn der HVV das mal entscheiden sollte, die sollten wir als Land mitnehmen. Es darf nicht mehr in Bergedorf Schluss sein, sondern es sollte immer bis Aumühle durchgebunden werden. Aber dass wir hier was Besseres bekommen als bis nach Bergedorf, das halte ich im Moment für illusorisch und deswegen sind wir da auf eine Zusammenarbeit angewiesen. Was die Tarifsituation angeht, haben wir eine blöde Tarifgrenze. Das Thema verfolgt mich, seitdem ich im Kreistag sitze, weil ja Rheinbeck mit Krabbenkamp einer der wenigen Orte ist im Land, durch den eine Tarifgrenze geht. Also die Rheinbecker in Krabbenkamp zahlen mehr als die Rheinbecker im Rest des Stadtgebietes, weil sie nicht mehr zum Großbereich gehören. Und dieses Thema habe ich unzählige Male mit dem HVV diskutiert. Und da kann ich sagen, gibt es auf Hamburger Seite genau, egal welche Partei man anspricht, null Interesse, irgendwas zu ändern. Weil die sagen, wenn, dann müssen wir nur den ganz großen Wurf machen. Und ganz im Gegenteil, die Stadt Hamburg hat in dieser Legislaturperiode überlegt, die Tarifergiebigkeit außerhalb der Stadtgrenze zu erhöhen, weil die Entgelte zu niedrig seien für die lange Fahrtstrecke. Das heißt, es waren über Fahrpreissteigerungen von 10, 15 bis 20% wurden diskutiert. Und da haben wir in der Jamaika-Koalition gesagt, dann proben wir einen wahnsinnigen Aufstand, weil das genau das Gegenteil von Verkehrswende ist. Wir brauchen attraktive Tarife. Ich glaube, die haben wir eigentlich, auch gerade mit Profikart und Ähnlichem, was es dort gibt. Wir brauchen zuverlässigen Bahnverkehr und dann kommunal brauchen wir Radwege. Und Radwegebau habe ich jetzt im Wahlkampf gelernt. Die Stadt Rheinbeck hat 300.000 Euro im Jahr im Haushalt für kommunalen Radwegebau und hat das in den letzten Jahren nicht ausgegeben. Und das ist nicht gut. Das muss man klipp und klar so sagen. Das liegt auch daran, dass es personelle Probleme gibt. Das liegt auch daran, dass wir viel zu viele Planer auch für solche Radwegebauprojekte brauchen. Aber wenn das Geld vorhanden ist und man das als Politik einstellt, dann erwartet man eigentlich auch, dass da was passiert. Als Land haben wir 20 Millionen den Kommunen zur Verfügung gestellt, um Radwegebau im Land voranzubringen. Und auch da ist es kein Geheimnis, dass die Kommunen, also die Landkreise untereinander sich gerade streiten, wie das Geld verteilt wird, anstatt dass das Geld dort ankommt, wo es hin muss. Weil wir brauchen auch eine Radwegeoffensive im Land, brauchen ein zuverlässiges und gutes Radwegenetz, weil nur wenn der Umstieg attraktiv ist, wird man das machen. Wenn man über Mountainbike-Pisten fahren muss, dann ist die Attraktivität, auch mit einem E-Bike zur Arbeit zu fahren, relativ schnell dahin. Gut, dann frage ich mal Herrn Dahmes, wie viel darf das Ganze denn kosten? 20 Millionen, ich sage mal, ich ordne das jetzt mal ein für die Zuhörer, ich habe das nämlich gerade geschrieben. 20 Millionen hört sich jetzt relativ viel an. So, ich habe gerade über eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg berichtet, die eine Radverkehrsoffensive plant. Und ich habe mit der Verantwortlichen dort da gesprochen. Das ist eine Gemeinde mit einem guten Bahnanschluss, nämlich die Gemeinde Büchen, mit 6.500 Einwohnern. Die würden, hat sie mir bestätigt, ich habe das mal über den dicken Daumen geplant, problemlos 20 Millionen für die Radverkehrsförderung selbst nutzen können. Also 20 Millionen hört sich jetzt viel an, wenn man mal überlegt, was ein Kilometer Radweg Neubau kostet oder was manche Ertüchtigungsmaßnahmen kosten, also der Umbau von normalen Straßen zu Fahrradstraßen etc., dann ist man mit 20 Millionen relativ schnell am Ende. Dass hier tatsächlich Geld vorhanden ist, was nicht für den Radwegebau oder auch nur für die Ertüchtigung von Radwegen genutzt wird, ist natürlich ein mittelschwerer Skandal, da muss man sich nichts vormachen. Bloß, um mal eine andere Summe zu nennen, Sie haben eben gesagt, 800.000 für die Taktverdichtung. Das hört sich nach einer ganzen Menge Geld an. Ne? Pro Jahr, genau. So. Wenn ich mir jetzt mal angucke, was Bernd Buchholz vorgestern in Arnsburg berichtet hat und bestätigt hat, nämlich dass alleine der Ausbau der S4 und die Ertüchtigung dort mit nicht weniger als 1,7 Milliarden Euro zu Buche schlagen, ist klar, dass wir dort über Dinge reden, die Bau einer Strecke, das ist was anderes als der Unterhalt. Ist schon klar, nein, ich wollte nur mal die Größenordnung benennen. Also 20 Millionen, wie gesagt, hört sich viel an. Das ist auch eine Summe, die muss das Land in die Hand nehmen, das ist ganz klar. Meine Frage an Ihren Nachbarn wäre jetzt mal, wie viel Geld darf denn da hineinfließen?
Ihre Eingangsfrage war ja, sind 20 Millionen genug? Ja. Da haben Sie die ja schon selber beantwortet mit Ihren Beispielen, die Sie genannt haben. Also 20 Millionen ist nicht viel Geld im Landeshaushalt. Was wir nicht machen dürfen, ist, die eine öffentliche Nahverkehrsmaßnahme gegen die andere auszuspielen. Also die S4 zu bauen und die 1,7 Milliarden dort eben auszugeben, das ist sinnvoll an der Stelle, um den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Auf der anderen Seite erledigt sich dadurch das Thema Fahrrad nicht. Und wie viel da am Ende tatsächlich ausgegeben werden kann, das ist dann unter anderem Aufgabe der Finanzministerin zu sagen, wie viel dafür eben bereitgestellt werden kann. Am Ende ist es aber tatsächlich so, im Moment bewegen wir uns, dass wir gucken, was ist der Bedarf und planen dann den öffentlichen Nahverkehr. Wenn wir öffentlichen Nahverkehr in Zukunft attraktiv gestalten wollen, dann müssen wir auch den Mut aufbringen, angebotsorientiert an der Stelle eben vorzugehen und zu sagen, was sind denn die sinnvollen Achsen, die wir an der Stelle eben bedienen wollen. Und wir haben den Mut, den öffentlichen Nahverkehr mit Geld zu unterstützen an der Stelle, um Angebote, wo wir noch nicht wissen, ob der Bedarf nachher am Ende die Kosten deckt, zu installieren, um den öffentlichen Nahverkehr an der Stelle voranzubringen. Und da ist es eben auch so, dass es bestimmte Bereiche gibt, ländliche Räume, da werden wir immer sehr, sehr lange Zeit noch auf Individualverkehr angewiesen sein. Die werden, wenn Sie fragen, Mensch, wie ist das Thema Verkehrswende eben zu verstehen, wie können wir uns das vorstellen, die werden leistungsstarke Fahrzeuge brauchen, um eben aus dem ländlichen Raum dahin zu kommen, wo sie hin möchten. Meistens pendeln sie irgendwo ein und aus. Und insofern das Thema Verkehrswende möchte ich, so wie meine Partei, technologieoffen an der Stelle eben handhaben. Die alleinige Priorisierung von elektrischem Verkehr im Straßenverkehr, im Individualverkehr halte ich für falsch. Man muss offen sein für das Thema Wasserstofftechnologie und man muss auch weiterhin offen sein für Alternativen dazu. Robert. Es ist eben, ganz kurz noch, ein Satz, würde ich von Ihnen auch gerne beantwortet haben, eine Frage. Frau Heinold, klar, wird immer wieder gerne angeführt bei dem Thema. Das kann man, glaube ich, bei jeder Diskussion dann herausfordern. Das ist natürlich eine Abwägung. Und mich würde mal, und ich glaube, hier die Anwesenden auch interessieren, wie soll denn die Abwägung laufen? Weil, ich komme jetzt zu dem Hintergrund der Frage, ich arbeite im Augenblick im Wesentlichen im Herzogtum Lauenburg und da habe ich Grüne, die sagen, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir bauen mal, wir verzichten jetzt mal auf die anstehenden Ortsumgehungen und wir bauen keine neue Elbbrücke bei Lauenburg, die abgängig ist und abgerissen werden muss und dann haben wir genug Geld. Kann man das so einfach machen? Also generell sollte man tatsächlich versuchen, Infrastrukturmaßnahmen nicht gegeneinander auszuspielen. Die Wahrheit ist natürlich trotzdem, dass man nur einen Pott Gold in der Mitte stehen hat und mit dem muss man irgendwie auskommen, sonst muss man signifikant seine Einnahmen erhöhen, das wollen wir auch nicht. Das heißt, man muss sich natürlich schon überlegen, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten, wie wollen wir unsere Mobilität in Zukunft gestalten. Wenn ich eine Brücke habe, die intensiv genutzt wird und sie ist abgängig, dann bin ich schon der Meinung, dass man sie ersetzen muss oder instand setzen muss, so dass denn geht. Ob es noch die Zeit ist, Umgehungsstraßen zu bauen, würde ich auch in Frage stellen. Wenn Sie mich fragen, sollten wir das Geld in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stecken oder in andere Netze oder sollten wir eine Ortsumgehung bauen, dann würde ich mich immer gegen die Straße oder in den meisten Fällen gegen die Straße entscheiden. Aber wir haben ja eben schon über ganz viele Aspekte des öffentlichen Nahverkehrs gesprochen und ein Aspekt, der noch nicht angesprochen wurde, ist die Vernetzung der Angebote. Also wer mal versucht hat, mit der Deutschen Bahn über eine Ländergrenze einen Zug zu buchen, dann steht da Preisauskunft nicht möglich, weil und so, der erlebt das natürlich auch, wenn man quer durch Deutschland sich bewegen möchte oder auch nur hier im Hamburger Raum sich bewegen möchte. Wir werden nicht umhinkommen oder es wäre wünschenswert, diese Angebote zu vernetzen, dass ich eine App habe, in der ich sagen kann, ich möchte jetzt von zu Hause
zur Station X kommen und dann wird mir gesagt, okay, nimm doch das Car2Go von hier bis zum Bahnhof, das kannst du dann auf dem Car2Go-Parkplatz stehen lassen, dann nimmst du die S-Bahn, dann nimmst du die Bahn. Dort ist übrigens eine Fahrradstation, da kannst du dir ein Fahrrad mieten oder einen E-Roller, ohne dass ich 20 verschiedene Anbieter auf meinem Handy haben muss und dann irgendwie immer selber hin und her gucken muss und sagen, ah, den E-Roller gibt's nicht, Mist, App wieder zu, nächste App, ah, Car2Go, ja, das klappt oder so. Ich glaube, wir müssen den Leuten das so einfach wie möglich machen, diese Angebote zu nutzen, denn wir werden überhaupt nicht umherkommen, den Individualverkehr massiv einzuschränken. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe auch ein Auto, als Familie haben wir nur eins, wir fahren nicht viel, aber wir haben eins. Aber wir müssen alle unseren Individualverkehr massiv einschränken. Denn selbst wenn heute Nacht irgendwie die gute Fee kommt und morgen früh sind alle Autos über Nacht zu E-Autos geworden, selbst dann haben wir unser Problem nicht gelöst. Das heißt, wir müssen weg von, wir fahren jede kleine Strecke mit dem Auto und das werden wir für viele Menschen nur dann realisieren können, wenn wir es total attraktiv machen. Und wer sich durch Hamburg bewegt, der kann das schon feststellen, das ist total cool, wenn ich so ein Car2Go nehme und es einfach irgendwo stehen lassen kann und mich nicht darum kümmern muss, wie ich zu meinem Auto zurückkomme oder ob die Parkuhr abgelaufen ist, sondern da gibt es designierte Parkplätze, da lasse ich das stehen, dann gehe ich weg, dann sage ich, ach, ich möchte doch noch in die Schanze, ah, dann nehme ich ein Fahrrad, dann fahre ich in die Schanze, das schließe ich da an, dann mache ich irgendwas anderes. Das ist unglaublich bequem. Und wenn wir den Leuten das vermitteln können, dass das eigentlich viel, viel praktischer ist als mit meinem eigenen Wagen, bei dem ich mich ja um Versicherung, um Reifen, um alles Mögliche kümmern muss, wo ich dann das irgendwo parken muss, wo ich hin zurück muss, um das wieder abzuholen. Also ich glaube, wenn wir diesen Prozess begleiten können, dann ist bei Mobilitätswende sehr viel gewonnen. Bitte. Was Sie da schildern, das mag ja für die Metropolregion Hamburg stimmen. Zu Ihrem Wahlkreis gehören aber auch Dörfer. Und es gibt ja durchaus Diskussionen, also hat ja auch Versuche gegeben, Carsharing-Angebote aus Hamburg herauszuziehen. Und wir sind noch nicht mal ein Dorf, also es fühlt sich manchmal an wie ein Dorf, aber so ganz dörflich ist es ja nicht mehr. Wir haben das versucht, Carsharing-Angebote nach Wentorf zu locken. Die sagen, das lohnt sich noch nicht, deswegen machen wir das nicht. Aber die Frage ist ja, was können wir tun, dass es sich für diese Firmen lohnt? Also das sind wirtschaftliche Unternehmen, die werden jetzt erstmal nicht sagen, klar, wir versenken erstmal super Geld in Wentorf, weil wir euch so nett finden. Da brauchen wir jetzt über Büchen oder Lanken oder so gar nicht sprechen. Die wollen schon noch nach Wentorf. Aber wir können natürlich als Gemeinde und als Land Anreize schaffen, dass es sich lohnt. Und ich denke, das sind die Dinge, über die wir nachdenken müssen. Und ich bin auch nicht ganz so pessimistisch zu sagen, okay, das klappt alles nur in den Metropolregionen. Sondern wir müssen auch den ländlichen Raum besser anschließen. Natürlich werden wir in Lanken keinen Bustakt in abgesehener Zeit haben wie am Rhein-Neckar Bahnhof. Das ist ja völlig klar. Aber jetzt zu sagen, na komm, die können wir total vergessen, die müssen halt noch 100 Jahre ihren Diesel fahren, ganz so einfach dürfen wir uns das, glaube ich, auch nicht machen. Sondern die Menschen dort generieren auch Steuern, die leisten genauso ihren Beitrag zu dieser Gesellschaft, wie das die Leute woanders tun. Und deswegen müssen wir sie auch ähnlich gut versorgen und anschließen, nicht nur im öffentlichen Nahverkehr. Aber ich wollte noch was zu den Fahrradwegen sagen. Weil es nämlich ja den Kommunen auch immer ein bisschen zu Recht vorgeworfen wird, dass es Mittel gibt, um Fahrradinfrastruktur auszubauen, die aber nicht abgeschöpft werden. Und das liegt auch an mehreren Dingen in meiner Wahrnehmung. Einmal liegt es daran, dass es tatsächlich kompliziert ist, in vielen Bereichen Fördermittel zu generieren und zu verwenden. Und es fehlt auch an Planern und es fehlt an Firmen, die das umsetzen. Aber es fehlt vor allem, wenn wir jetzt im innerstädtischen Bereich unterwegs sind, noch ein bisschen an Fahrradkonzepten, weil das Problem ist, die Fahrradwege, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, waren oft auf den Fußwegen angesiedelt. Und jetzt habe ich aber Fußweg, Einfahrt, Stück Fußweg, Einfahrt, Stück Fußweg, dann passiert wieder irgendwas. Und wenn ich aber schnelle Fahrradwege einrichten will, die Fahrradschnellwege zum Beispiel, von denen auch in der Zeitung oft gesprochen wird, dann brauche ich Strecken, wo ich auch in einem bestimmten Tempo dann auch mit meinem Fahrrad fahren kann. Weil sonst, der Fahrradweg nützt mir nichts, wenn er alle 15 Meter von irgendwas unterbrochen wird.
Und da, glaube ich, sind viele Gemeinden noch in der Findung, wie sie das gut realisieren. Und ich glaube, da kann das Land auch Unterstützung leisten, indem es planerische Unterstützung und Ideenunterstützung leistet und sagt, so könnt ihr das machen. Ja, dann muss ich doch nochmal eine Nachfrage stellen. Also Politiker Ihrer Partei haben hier in einigen Umlandgemeinden und auch in einem Bezirk Bergedorf dafür gesorgt, dass Hauptverkehrsstraßen verengt worden sind. Im Anschluss hat man dann gesagt, und jetzt wollen wir den Radverkehr auf diese Straßen legen und war bass erstaunt, dass das nicht funktioniert hat. Also die Unterstützung des Landes, ich gucke jetzt mal Herrn Kilian an, musste vielleicht schon bei den Planungen anfangen und finanziell mit Sicherheit sowieso. Herr Kilian. Definitiv. Also ich glaube, wir müssen generell aber auch Planungsverfahren, das gilt nicht nur für Radwege, das gilt für vom Radwegebau bis Windkraftanlagenbau, alles, wir sollten mal überdenken, wie intensiv muss alles geplant werden und also wie intensiv sind die Verfahren. Wenn man aus Rheinbeck hört, dass die nicht als Fördermittel abrufbaren Gelder, die im Haushalt stehen, seit mehreren Jahren einfach nicht ausgegeben werden, weil es zu kompliziert ist, dann ist irgendwas falsch. Einen Radweg zu bauen, das kann nicht zu kompliziert sein, darf nicht zu kompliziert sein. Ich wollte aber zu den On-Demand-Angeboten ganz kurz noch was sagen, weil es klingt so ein bisschen wie ein Traumschloss, dass wir das irgendwie in der Region hinbekommen. Ich glaube aber, dass wir das wirklich ernsthaft verfolgen und steht bei uns im Wahlprogramm, steht bei den Grünen im Wahlprogramm, diese Mobilitätsgarantie für Schleswig-Holstein. Die CDU möchte von 6 bis 24 Uhr einen Stundentakt als Netz über Schleswig-Holstein, nicht mit Bussen, sondern eben auch mit On-Demand-Systemen. Die Grünen wollen das von 6 bis 23 Uhr. Wahrscheinlich trifft man sich dann in der Mitte. Aber das ist ja auch egal. Es geht aber darum, dass man diese Idee mal ernst nimmt. Wir haben nämlich bei NAHSH, dem Verkehrsbetrieben Schleswig-Holstein, also HVV von Schleswig-Holstein im Endeffekt, gibt es schon On-Demand-Angebote, die nicht privatwirtschaftlich betrieben werden, sondern als ÖPNV-Bestandteil in der Region Rendsburg. Und wenn man dort über eine App weiß, in einem Stundentakt kann man nach Hause kommen, fährt nur, wenn man muss und wenn das jemand bucht und anmeldet, ja, aber dann kann man das, dann gibt das auch in ländlichen Regionen und auch hier in dem Wahlkreis, in Regionen wie Stellau, Stemmwade, Ohe, Möglichkeiten zu wissen, ich kann nach Hause kommen in einem gewissen Zeitfenster. Und das ist etwas, wir reden über das Sterben von Landgasthöfen und Ähnlichem, das ist auch etwas für Arbeitnehmer, für Auszubildende, zu guten Zeiten irgendwie zu wissen, ich komme hier noch weg, ohne dass ich ein Auto brauche. Ich habe in meinem Haustürwahlkampf die Erfahrung gemacht, dass mir Rentner gesagt haben, wir haben dieses Auto nur noch, um einkaufen zu fahren. Das machen wir einmal die Woche. Wir würden gerne darauf verzichten, aber es gibt noch kein gutes Angebot. Sowas wäre ein gutes Angebot und ich glaube, das pauschal abzutun nach dem Motto, boah, das wird schwierig und Moja und andere wollen nicht über die Stadtgrenze kommen, ist die Frage, ob wir hier was von NAHSH implementieren oder ob wir im Hamburger Umland sagen, wir geben Fördergelder, damit Private auch die Landesgrenze durchbrechen, weil es macht ja wenig Sinn, wenn wir jetzt hier von Glinde nach Ohe fahren und hin und zurück, sondern wir wollen dann ja auch nach Hamburg rein und da die Vernetzung haben, da muss man dann eben über Zusammenarbeiten reden. Aber ich glaube, insgesamt ist das für Schleswig-Holstein ein sehr reelles Projekt weil es sich real in gewissen Regionen gerade etabliert. Und deswegen glaube ich, ist das wirklich ein Meilenstein für die Verkehrswende, um das hinzubekommen. Gut, dann frage ich mal jetzt Ihren Nebenmann, Herr Darms. Das hört sich für mich an wie öffentliche Förderung nicht nur für Privatunternehmen, die so etwas anbieten, sondern eine öffentliche Zusatzförderung für ÖPNV-Träger, ich sage es mal so. Würde da eine FDP mitgehen oder würden Sie sagen, das kann eigentlich so nicht angehen? Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich möchte noch mal was zu was anderem sagen. Ich glaube tatsächlich, einmal zu Frau Bartsch, das Thema Verzicht auf Individualverkehr. Wenn ich auf die Landkarte schaue, dann ist Schleswig-Holstein ein Flächenland. Verzicht auf Individualverkehr hier im Bereich Rheinbeek, in der Metropolregion, in den anderen Städten des Wahlkreises, das ist ja durchaus vorstellbar, dass das weniger wird an der Stelle. Aber im Flächenland Schleswig-Holstein auf den Verzicht des Individualverkehrs zu pochen, das geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Und wir haben auch hier in der Region, in unserem Wahlkreis, viele Regionen, da geht das auch bei den Menschen an der Lebenswirklichkeit vorbei. Also wir brauchen den Individualverkehr. Vielleicht hier in der Metropolregion wirklich etwas weniger. Ein zweites Thema
Ich bin Arbeitgeber und ich stelle immer wieder fest, es ist extrem schwierig bis fast unmöglich, kaufmännische Berufe in Hamburg in die Berufsschule zu schicken. Die müssen nach Lübeck. Und das Problem ist eben nicht nur die Taktung, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern es geht eben auch um die Querverkehre. Wenn Sie als Berufsschüler hier aus Rheinbeek nach Lübeck fahren müssen, weil Sie in Hamburg nicht beschult werden dürfen, dann haben Sie fast keine andere Wahl, als sich ein Auto anzuschaffen und damit dann eben nach Lübeck zu pendeln, weil die öffentlichen Verkehrswege von hier aus Rheinbeek in Richtung Lübeck, sie fahren 1,5 bis 2 Stunden. Grundsätzlich ist es so, Förderung von öffentlichem Nahverkehr, um auf Ihre Frage zurückzustellen, ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen den Mut haben, angebotsorientierten ÖPNV anzubieten und das beinhaltet letztendlich am Ende Förderung von ÖPNV-Angeboten. Okay, schönen Dank. So, wir würden jetzt gerne zum nächsten Thema überleiten wollen. Ich würde jetzt allerdings den angekündigten Cut machen wollen, falls irgendwelche Fragen sind im Publikum. Ah, da kommt unser junger Kollege mit dem Mikrofon. Wir werden vielleicht zum Ablauf, wir werden die Fragen bitte nicht einzeln beantworten, sondern wir werden versuchen, sie ein bisschen zu bündeln. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, der wir jetzt hinterherlaufen wollen, bitte ich Sie dann auch kurz zu antworten. Ja, guten Abend. Ich bin Monika Lehmann und ich wohne in Wentorf am Rheinbecker Weg. Jeder, der diese Situation kennt, braucht über Fahrradfahren gar nicht nachzudenken. Das ist lebensgefährlich. Was ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte, ist, dass ich nach Corona und diesem schrecklichen Krieg und der Versorgungslage, die sich daraus ergibt, Sie alle bitten möchte, über die Parteien hinweg, endlich, endlich einmal umzudenken. Die Welt hat sich geändert und wir können nicht alles nur nach dem Geld ausmachen. Das sieht man ja aus der Bundesregierung oder aus der jetzigen Bundesregierung. Wir geben noch mal ein paar Milliarden da aus. Es muss endlich umgedacht werden, dass zum Beispiel Fahrradfahrer und angesprochen sind die E-Bikes, die nicht nur von jungen Leuten genutzt werden, sondern auch solchen, von so alten Schachteln wie ich. Ich traue mich nicht mehr da zu fahren, weil es einfach lebensgefährlich ist. Und es gibt aber keine andere Möglichkeit. Aus eigener Beobachtung kann ich sagen, dass der Rheinbecker Weg eben sehr, sehr intensiv mit Autos befahren ist, besonders zu den sogenannten Rush-Houren. Und es sitzt immer nur einer drin. Auch darüber müsste man vielleicht mal nachdenken, wenn man vom Süden Wentorfs zum Rheinbecker Bahnhof will, dann müsste es doch irgendwie auch mal andere Möglichkeiten geben, Fahrgemeinschaften oder ich weiß nicht was so. Also was Sie, darf ich Sie nach Ihrer Frage fragen? Bitte? Ob ich Sie nach Ihrer Frage fragen darf? Ja, meine Frage ist ja eine Fragerunde und ich hatte vergessen zu sagen, dass wir bitte keine Statements halten. Lassen Sie mich, zwingen Sie mich dazu, dann ist meine Frage, was wollen Sie tun, um wirklich einen Umdenkungsprozess im Landtag und meinetwegen auch im Bundestag und überhaupt in unserer Gesellschaft durchzuführen? Wie wollen Sie sich da einbringen? Gibt es noch weitere Fragen? Also, Sie haben ja gesprochen über die Mobilität. Und wissen Sie, es ist eigentlich immer festzustellen, durch die Landesgrenzen Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie haben gesprochen über Car2Go. Ich habe festgestellt, ein Car2Go gibt es nur in Hamburg. In Schleswig-Holstein gibt es das nicht. Das heißt also, wenn ich ein Car2Go mieten will oder mich damit befassen will, kann ich A, muss ich das Auto anschließend wieder in Hamburg abstellen. Ich kann mir in Hamburg ein Car holen, kann auch nach Wentorf fahren, aber ich muss es wieder abgeben in Hamburg. Egal wo, aber ich muss es da abgeben. Meine Frage ist, wir haben doch eine Metropolregion. Was gedenken Sie zu tun, um das zu ändern? Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann
Fasse ich nochmal zusammen. Also wie kann die Metropolregion dabei behilflich sein, die Mobilitätswende voranzubringen? Und ja, vieles hatten Sie ja schon angesprochen, aber wie können Sie die Mobilitätswende im Geiste der Menschen noch stärker verankern? Herr Habersaat. Die Frage, wie wir Angebote für den Hamburger Rand hinbekommen, die es in Hamburg gibt, wollen wir vor allem dadurch lösen, dass wir in der Staatskanzlei einen Beauftragten für die Zusammenarbeit mit Hamburg installieren, der in Hamburg sitzt und der Ansprechpartner für all die Städte und Gemeinden sein soll, die um Hamburg rum sitzen, weil momentan müssten diese Carsharing-Angebote eben von Wentorf aus verhandelt werden, von Basbüttel aus verhandelt werden, von Rheinbeck aus verhandelt werden. Da sind teilweise Verwaltungen zumindest stark gefordert mit und ist auch eigentlich unsinnig, weil die wünschen sich natürlich eigentlich auch einen Ansprechpartner und den würden wir gerne als Landesregierung liefern, um für den kompletten Hamburger Rand solche Angebote zu vermitteln. Und was das mit dem Umdenken angeht, bin ich nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, weil ich den Eindruck habe, wir haben heute schon relativ viel in Richtung Umdenken gesprochen. Also sogar bei der FDP sind erneuerbare Energien jetzt Freiheitsenergien und gar nicht mehr per se skeptisch zu betrachten. Und die Frage, wie wir es schaffen, unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden, das ist ein wichtiger Punkt des Umdenkens. Ehrlicherweise im Bundestag die Frage, wie wir unsere Bundeswehr aufstellen, ist auch ein neuerlicher Punkt. Mein Vater hat in Wentorf Panzer fahren gelernt und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich nochmal Panzer irgendwie auf den Straßen sehen würde und habe jetzt solche Verlagerbewegungen gen Osten gesehen und musste schlucken, als ich meinem Sohn erklären sollte, was da eigentlich gerade passiert. Also es wird gerade in vielen Bereichen umgedacht, aber ich glaube, dass wir uns als Deutschland darauf konzentrieren sollten, unsere Grundstruktur, unsere wirtschaftliche Stärke, unsere demokratische Verfasstheit schon mitzunehmen bei einem Umdenken. Und insofern sehe ich uns auch in der Verantwortung mit den Möglichkeiten, die wir haben, Vorreiter zu sein bei solchen Fragen wie Energiewende, aber auch immer noch Vorreiter bei vielen sozialpolitischen Anliegen. Ich würde jetzt niemals sagen, dass man wegen dieser neuen Zeit zum Beispiel bestimmte Personengruppen weniger ins Auge fassen sollte oder hinten überfallen lassen sollte, weil man sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren muss. Ich hoffe, wir kommen noch zur Bildung und Sozialpolitik. Wenn wir es schaffen, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ausführlich Sie Ihre Antworten fassen. Ein Botschafter Schleswig-Holsteins im Rathaus in Hamburg, wenn ich das so verstanden habe. Wie finden Sie die Idee, Herr Kilian? Also ich glaube, es mangelt aktuell in der Politik nicht an Beauftragten. Das ist eigentlich nicht unbedingt unser Problem und es ist auch nicht so, klar, wenn nur die Gemeinde Wentorf sich darum kümmern will, dass Car2Go herkommt, dann ist das auch schwierig. Das ist aber eigentlich ein Thema, was auch aktuell über das Personenbeförderungsrecht von den Landkreisen zu gewährleisten ist. Und es ist so, das kann ich aus der Corona-Krise berichten, regelmäßige Austauschrunden mit den Bürgermeistern, die haben hervorragenden Kontakt in die Freie und Hansestadt Hamburg und andersrum. Wenn es Themen gibt, dann gibt es gewachsene Beziehungen über Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, zu sagen, wir installieren jetzt noch einen Botschafter als zusätzliche Ansprechstelle. Ich kann mir vorstellen, das sorgt vielleicht mehr für Verwirrung. Was diese Themen Metropolregion Vernetzung angeht, hatte ich vorhin gesagt, On-Demand-Angebote, glaube ich, macht es Sinn, im Land die von der ASH zu installieren und in der HVV-Region, also in der engeren Metropolregion um Hamburg, die in Hamburg tätigen. Weil wir wollen, wenn wir so ein Car2Go oder ein Moja nutzen, dann wollen wir ja auch nach Hamburg reinfahren und eben nicht nur innerhalb unsere Region damit hin und her gurken. Deswegen glaube ich, sollten wir da dann mit Landesförderung in diesem Bereich einsteigen. Was das Thema von Ihnen, Frau Lehmann, angeht, dass Sie sagen, anderes Denken, wir brauchen eine Wende. Ich finde diesen Radweg auf dem Rheinbecker Weg, das sieht immer für mich aus wie so eine Skisprungschanze, wenn ich da auf dem Fahrrad bin, das ist kein schönes Gefühl, auch in der Kurve, aber auch als Autofahrer finde ich das Gefühl nicht schön, wenn ich dann sehe, da ist jetzt ein Radfahrer. Das ist ein missglücktes Beispiel. Aber genau aus solchen missglückten Beispielen muss man lernen. Und ich glaube, das haben fast alle Parteien hier gesagt, wir müssen das leichter und attraktiver machen, umzusteigen. Wir müssen Angebote schaffen, dass man eben sein Fahrrad sicher abstellen kann, dass man einen Akku aufladen kann, dass die Vernetzung funktioniert. Und ich kann Ihnen sagen, bei uns im Wahlprogramm steht extrem viel auch über Ansiedlung klimaneutraler Wirtschaft, ja, und wie wir klimaneutral in Schleswig-Holstein wirtschaften wollen.
Und ich sag mal, wenn man jetzt an die CDU der 50er, 60er Jahre denkt, dann ist da doch ein ganz schöner Wechsel in den Gedanken vorgenommen worden, wenn man jetzt sowas in CDU-Wahlprogramm liest und das auch ernsthaft vertreten wird und wir das ja hier auch mit Wirtschaftsansiedlung, Beispiel hatte ich vorhin genannt, Northvolt, schon leben. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir diese Bewegung in der Gesellschaft nicht nur mit antreiben, sondern auch aufgreifen und in Schleswig-Holstein parteiübergreifend ganz nebenbei leben. Ja, Herr Dams und Frau Bartsch hatten sich noch gemeldet und dann sollten wir, Herr Wilkening auch, fassen Sie sich bitte möglichst kurz. Ja, also ganz, ganz kurz, geredet wird in der Metropolregion zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, habe ich gerade gelernt, mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, so wie wir auch mit einigen Ergebnissen anscheinend nicht zufrieden sind, was die Landesregierung in der Vergangenheit gemacht hat. Da gibt es einen ganz einfachen Weg. Wenn Sie unzufrieden sind mit den Ergebnissen heute, dann müssen Sie morgen andere Personen wählen als heute. Und wir stehen ja alle hier als Direktkandidaten, das heißt, Herr Habersatt und Herr Kilian, die werden mit Sicherheit in den Landtag ziehen über die Listenplätze, die Sie haben. Wenn Sie jemanden direkt anders noch haben wollen, Frau Barth steht zur Verfügung, ich stehe zur Verfügung, ich traue uns beiden so durchaus, hier das Direktmandat zu holen. Sie müssen sich nur entscheiden, wen Sie von uns beiden wählen. Es wäre schon taktisch von Vorteil, wenn Sie sich auf eine Linie einigen hier heute Abend, weil ansonsten, wenn wir das aufteilen, das wird dann auch am Ende nichts. Auf jeden Fall, jetzt geht der Humorpunkt an die FDP. Von mir eigentlich nur zwei Gedanken. Der Umdenkprozess, den Frau Lehmann angemahnt hat, ich glaube, der ist in vollem Gange. Ich möchte das an zwei Punkten festmachen. Zum einen, wer die Jugendstudien der letzten 15 Jahre sich mal anguckt, und da werden die Jugendlichen immer gefragt, was ist ihnen am wichtigsten? Und noch als ich Abitur machte, gab es nichts wichtiger als das erste eigene Auto und den Führerschein. Und das rutscht immer weiter nach hinten. Das wurde längst vom Handy und von anderen Dingen überholt. Und dass das auch tatsächlich in der Realität so ist, stelle ich immer bei unserer grünen Jugend fest. Wenn es irgendwas zu organisieren gibt und ich sage, ja, ihr könnt mein Auto nehmen, dann gucken die mich alle an und sagen, wir haben überhaupt keinen Führerschein. Ja? Und natürlich ist es was anderes, wenn ich in Lanken oder in Trittau wohne, aber ein großer Teil der Jugend, die im städtischen Bereich wohnt, bei denen steht der Führerschein gar nicht mehr an erster Stelle und damit natürlich auch das Auto nicht. Das heißt, dieser Prozess ist in vollem Gange und dass der auch in anderen Altersschichten längst angekommen ist, sehen wir daran, dass Herr Helms sich darüber ärgert, dass er das Car2Go in Wentorf nicht hat. Ja, vor 20 Jahren hätten wir uns da überhaupt nicht drüber geärgert, weil uns das Angebot gar nicht interessiert hätte. Insofern ist es eine gute Entwicklung, dass es uns ärgert, wenn wir das Car2Go nicht haben. Denn dann können wir an der Lösung genau dieser Probleme auch arbeiten. Herr Wilkening noch bitte. Lassen Sie doch bitte unsere Kandidaten erstmal alle antworten. Ach, also ich hätte Bernd jetzt sogar vorgelassen. Also wegen dem Umdenkprozess und wie wir ihn fördern können, da ist, glaube ich, die einzelne Maßnahme, die das am stärksten symbolisieren würde, wäre, wenn wir jetzt endlich mal ernst machen und den ÖPNV nicht nur für 3 Monate für 9 Euro machen, sondern ihn einfach dauerhaft steuerfinanziert machen und davon wegkommen, dass sich teilweise einzelne Leute, die irgendwo einzeln in einem Bus sitzen, irgendwie ein Ticket kaufen müssen, was die Buslinie dann so oder so auch nicht finanziert hätte. Und ansonsten, was die Radwege angeht, Geld, glaube ich, kann dafür schon mobilisiert werden, zum Beispiel, indem wir auch mal den Autobahnausbau und Neubau hinterfragen, wo dann 6 bis 20 Millionen Euro pro Kilometer für draufgehen. Und generell, was Finanzierung von eigentlich allem angeht, worüber wir heute reden, das glaube ich schon, dass eigentlich alles, worüber wir heute reden, höhere Priorität haben sollte als der Kauf von Waffen für die Bundeswehr, die, wenn es sie früher gegeben hätte, diesen laufenden Krieg gerade auch nicht verhindert hätten. Ja, dann sie hat noch eine Nachfrage. Mai, kommst du bitte noch mal mit dem Mikrofon? Ich bitte Sie aber im Interesse... Ich fasse mich sehr kurz.
Es geht um einen Punkt und dieser Punkt, der finde ich, der verschleppt alles. Das ist unsere überbordende Bürokratie. Das beginnt bei der Kommune und endet beim Bund. Und meine Frage an Sie, wann geht es endlich schneller? Wann schaffen wir es, dass ein Haus schneller gebaut wird? Wenn Sie diese Bürokratie nehmen dann, und dann auch noch einen Asylbewerber nehmen, der kann das sowieso nicht alles lesen, auch selbst wenn er schon ganz gut Deutsch spricht. Ich finde es wirklich ganz schlimm, dass wir so träge sind durch diese Bürokratie. Herr Scholz hat versprochen, das zu ändern. Ich gehe davon aus, dass Sie es auch wollen und frage Sie, was tun Sie dagegen? Wann endet es mit der Bürokratie? Morgen. Nein, im nächsten Jahr. Auch nicht. Mit der Bürokratie ist das so eine Sache. Jeder ist gegen Bürokratie. Aber wenn man sich das dann im Einzelfall anguckt, das haben wir bei den Corona-Hilfen gemerkt, da schnell und unbürokratisch. Corona-Hilfe 1, Corona-Hilfe 2 wurden im Vergleich zu allen anderen nachfolgenden Programmen extrem schnell ausgezahlt. Was ist aber passiert? Haben Sie alle mitbekommen, dass zeitweise mehrere Bundesländer die Corona-Soforthilfeprogramme aussetzen mussten, weil die so niedrigschwellig und ohne Bürokratie, also ohne andere Angaben, erreichbar waren, dass sich eine Vielzahl von Betrügern daran gemacht haben, organisierte Kriminalität dahinter stand und wirklich Millionen, aber Millionen an Verbrecher gezahlt wurden. So, im Endeffekt sage ich immer als Jurist, wir brauchen nur eine Norm, nämlich behandelt alle Menschen um euch rum anständig, ja, dann brauchen wir auch keine Bürokratie. Ich stelle fest, bei Baugenehmigungen, es gibt diese schöne Geschichte von dem Maislabyrinth in Stormern, was irgendwann nicht mehr im Kreisgebiet die Baugenehmigung beantragt hat, sondern die Stadtgrenze nach Ahrensburg überschritten hat und mit einmal ein Blitzschutzgutachten für die Besucher des Maisfeldes im Maislabyrinth vorlegen musste und dann gesagt hat, nee Leute, das reicht mir jetzt. Das macht ja auch eine Verwaltung nicht aus Bösartigkeit, sondern viele Verwaltungen machen das aus Unsicherheit. Ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Verwaltungsmitarbeiter und Landesbedienstete dazu animieren, Entscheidungen zu treffen, auch ohne Gutachten, sondern zu entscheiden. Und dann müssen wir aber auch damit leben, dass es auch falsche Entscheidungen gibt. Ich glaube aber, dass es viel sinnvoller ist, dass wir in gewissen Zeiten eine Entscheidung haben, gut oder richtig, richtig oder falsch, nicht bewusst falsch natürlich, aber eine Entscheidung, das ist 10-mal besser, als wenn wir uns hinter Gutachten verstecken, immer nochmal absichern, Sicherheit und Ähnliches fordern, weil, wenn aktuell ein Fehler passiert, ganz schnell jemand am Pranger steht und sagt, wie konnte das nur passieren? Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele Menschen sich tausendfach absichern. Ich als Jurist kann Ihnen sagen, dass fast kein juristischer Prozess ohne Gutachter entschieden wird. Früher war das auch nicht so. Man versucht, das alles angeblich zu professionalisieren, indem man das an Externe gibt. Und dann gibt es noch ein Gegengutachten und alles. Das ist ein wesentlicher Beitrag der Bürokratiefreiheit, dass man den Mitarbeitern in Kommunalverwaltung, Kreisverwaltung und beim Land klar auch als Hausspitze sagt, wir stehen auch hinter euch, wenn ihr mal eine falsche Entscheidung trefft, wenn ihr sie gut begründen könnt, aber ihr müsst entscheiden. Und zwar innerhalb einer gewissen Frist. Ich glaube, das frisst ganz viel von der Bürokratie auf. Ja, danke. Frau Bartsch, Sie haben sich gemeldet. Ja, also ich bin keine Juristin, ich kann mich in vielen Dingen anschließen. Aber dieses Klagen über Bürokratie und über all die Dinge haben, Entschuldigung, das hat, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen, das gehört auch ein bisschen zu unserer Erzählung und zu unserem Tonus dazu. Und wenn man sich mal mit Menschen unterhält, die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, die sagen, ach Mensch, bei euch läuft immer alles so geregelt. Und bei euch weiß man, wenn es an der Tür klingelt, ist es irgendwie die Post und nicht irgendjemand vom Staat mit der Kalaschnikow oder so, ja. Sondern unsere Bürokratie bringt ja auch viel Sicherheit und Ruhe und Struktur mit uns. Und wie Lukas gesagt hat, schützt uns vor vielen Korruptionsfällen und schützt uns auch in vielen Dingen. Und ich bin total dafür, Dinge zu vereinfachen. Ich bin absolut dafür, das, was Lukas gesagt hat, eine Fehlerkultur zu etablieren und zu sagen, es ist okay, wo Entscheidungen gefallen werden, werden auch falsche Entscheidungen getroffen, aber Hauptsache, wir treffen sie. Aber wir sollten auch ein bisschen im Blick behalten, dass sie natürlich auch viel von dem ausmacht, was wir Gutes und Positives in Deutschland haben, ohne dass ich jetzt dafür morgen in der Bergedorfer Zeitung zitiert werden möchte, dass ich die Bürokratie hochhalten möchte. Aber das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Gut. Schützt uns Bürokratie oder hemmt sie uns? Was sagen Sie, Herr Dahm? Sie hatten sich noch gemeldet.
Regeln sind wichtig. Also Regeln sind wichtig, dass wir uns eben dran halten und das gesellschaftliche Miteinander geordnet abläuft. Dem Hörensagen nach sind 90% aller Steuerrechtsliteratur auf der Welt deutsch. Da ist sicherlich was Wahres dran an dieser Aussage, und das exemplarisch zeigt, da ist ganz viel Luft nach unten am Abbau von Regeln, und trotzdem leben wir noch friedlich weiter zusammen. Gut, vielen Dank. Ich würde dann gerne nach einem weiteren Blick auf die Uhr überleiten zum nächsten Themenkomplex und noch einmal an Sie appellieren, dass wir, beziehungsweise dass Sie sich wirklich kurz halten, denn wir haben hier eine Deadline. Das ist, wir überziehen jetzt schon, also in 25 Minuten muss ich Sie leider rauskehren. Und ganz unbürokratisch werde ich das tun. Nein, wir sollten kurz über Schule reden. Wir sind ja heute auch hier in einer sehr schönen Schule, als wir allerdings im Februar überlegt haben, wo können wir hingehen mit dieser Veranstaltungsserie, haben wir gedacht, Schule, geht das überhaupt, wie ist das Internet denn da? Und ich denke, nach meinem Gefühl ist die Internetausstattung der Schulen, die Digitalisierung jetzt gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eines der offensichtlichsten Probleme zumindest geworden. Insofern würde ich Sie einmal um Ihre Einschätzung bitten, wo stehen die Schulen im Land und wo müssen sie noch hin? Herr Habersaat. Also was den Glasfaseranschluss angeht, das läuft, hat die letzte Regierung angefangen, diese fortgeführt, bald sind alle Schulen am Glasfasernetz. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass es eigentlich stark vom Zufall des Wohnortes abhängt, was für ein Angebot Sie dann vorfinden als Eltern und Schüler, was wird denn mit diesem Glasfasernetz angestellt? Und da müssen wir einfach hin, dass wir zu Mindeststandards kommen, auf die man sich im ganzen Land verlassen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist aber Digitalisierung auch nur ein Bereich. Schulen müssten eigentlich sich verändern, wenn die Gesellschaft sich verändert, müssten auch mal ihr Äußeres verändern. Ich habe in diesen heiligen Hallen hier mein Referendariat absolviert, 2004 bis 2006. Und ehrlicherweise das Treppenhaus und so der erste Eindruck ist, ich erkenne noch vieles wieder, sage ich mal, positiv. Das sind jetzt fast 20 Jahre gewesen. Wir haben nebenan eine Gemeinschaftsschule, da kann man an vielen Bereichen sehen, wie Schule der Zukunft aussehen kann. Die musste schnell neu gebaut werden aus Asbestgründen. Wenn man da ist, sieht man aber auch, wie notwendig es eigentlich an anderen Stellen wäre, jetzt nachzuziehen. Das kann eine Stadt wie Rheinbeck nicht alleine, da muss das Land helfen. Weiterer Punkt, der sich entwickeln wird, ist die Frage des Ganztages. Der Bund hat entschieden, dass ab 2026 alle Schülerinnen und Schüler, die dann eingeschult werden, das Recht auf einen Ganztagsplatz haben werden. Das kann aber nicht Grundschule sein, wie sie heute ist, also mit Vormittagsschule, dann Mittagessen und dann irgendwie Freizeit und Ganztag, sondern da muss man den ganzen Schultag quasi neu takten und neu denken. Auch das hat wieder Folgen für die Räume der Schule und für die Pädagogik und für die Arbeitsplätze der Lehrkräfte und. Also die Zahl der Herausforderungen ist groß, und der Glasfaseranschluss ist das kleinste der Probleme. Man hat ja nach der Digitalisierung gefragt. Glasfaseranschluss ist das eine. Wie steht es, gebe ich vielleicht mal nach an Frau Bartschweiler, wie steht es um die Kenntnisse der Pädagogen in Sachen Internet? Wie sieht es mit der Ausstattung mit Endgeräten aus? Wo ist das Geld aus dem Digitalisierungspakt geblieben? Habe ich, glaube ich, vorhin mitbekommen, dass das Internet hier ausgefallen war, kurz vor der Veranstaltung. Also weiß ich nicht, ob das mit dem Glasfaser so überall schon gut funktioniert. Und zum Zweiten haben wir, glaube ich, alle in der Corona-Pandemie, die ja nun tatsächlich für alle etwas überraschend kam, festgestellt, wie weit abgehängt wir auch im Vergleich zu anderen Ländern sind, wie groß aber auch der Unterschied zwischen den Bundesländern und den Schulen ist. Also meine Freundin, die ihre Kinder in Hamburg in der Schule hat, die hatten einen relativ normalen Schulalltag, da waren alle Lehrer in der Schule und jede Unterrichtsstunde wurde gegeben und die Lehrerin stand im Klassenraum und da war eine Kamera und sie konnte alle ihre Kinder auf einer Leinwand ihr gegenüber sehen. Meine Kinder, die in Wentorf beschult wurden, haben ihre Lehrer zum Teil ein halbes Jahr nicht gesehen, weil alle Kinder die Kamera ausmachen mussten, weil die Server der Schule sozusagen so viel Daten nicht verarbeiten konnten. Also da ist einmal ganz viel digitale Infrastruktur, die einfach fehlt.
sprich Server, die groß genug sind, Rechner, die leistungsstark genug sind. All diese Dinge, es fehlt aber vor allem natürlich auch an der Verbindlichkeit der Schulung. Also es gibt viele Lehrer, die da sehr fit sind und sich selber auch fit gemacht haben und eine hohe intrinsische Motivation haben, das gut zu machen. Und es gibt genauso Lehrer, die sagen, nö, das ist mir alles zu moderner Kram. Das war aber auch schon so, als wir in die Schule gekommen sind, da gab es auch noch welche, die haben die alte Filmrolle angeschleppt. Da gab es schon lange andere Dinge. Ich glaube, da müssen wir uns einfach auf Standards einigen und müssen diesen Wert hochhalten und alle müssen erkennen, dass das wichtig ist, da mit den Techniken der Zeit zu gehen. Also Lehrer fortbilden, aber auch Infrastruktur verbessern und dafür sorgen, dass alle Kinder vergleichbare Infrastruktur haben. Also es kann nicht sein, dass die eine Hälfte mit einem modernen iPad arbeitet und die andere Hälfte hat irgendwie gar nichts oder guckt auf dem Mini-Handy dann irgendwie. Dann wird die Schere wieder zu groß. Da müssen wir vergleichbare Standards schaffen. Herr Wilkening, direkt an Sie die Frage, Schule 2022 in Schleswig-Holstein, wo stehen wir? Naja, hier in Rheinweg gibt es zum Beispiel eine Schule, wo alle Eltern verpflichtet wurden, iPads zu kaufen und ich jetzt von jemandem, der seine Kinder an der Schule hat, da gehört habe, dass diese iPads im Unterricht quasi gar nicht eingesetzt werden. Da hat man anscheinend jetzt nicht unbedingt vorher, bevor man die Geräte angeschafft hat, einen Plan aufgestellt, was man mit den Geräten eigentlich machen will. Das ist natürlich eine Sache, die man vielleicht tun sollte. Und dann sollten die LehrerInnen eben, wie auch hier schon gesagt, Fortbildungsmöglichkeiten haben in ihrer regulären Arbeitszeit. Und die Geräte, die müssen eigentlich von den Schulträgern, also den Kommunen, bereitgestellt werden. Es kann nicht sein, dass Eltern gezwungen werden, bei am besten dann noch bei einem bestimmten Händler und mit Vertragsbindung dran, das teuerste Gerät, was es auf dem Markt überhaupt gibt, zu kaufen und dann ist vielleicht für die ganz besonders armen eben ein limitiertes Kontingent an geförderten Geräten gibt, aber alle anderen sollen doch mal bitte die paar hundert Euro da in die Hand nehmen. Und deswegen fordern wir eben, dass digitale Endgeräte für alle SchülerInnen über die Lehrmittelfreiheit, von der Lehrmittelfreiheit erfasst werden müssen und zur Verfügung gestellt. Ich sprach den Digitalisierungspakt an. Herr Kilian, ist das Geld angekommen bei allen Schulen? Nein. Und es ist auch tatsächlich so, dass es gar nicht so einfach ist, als Schule das zu bekommen und daran zu kommen. Das liegt einerseits daran, dass Bund und Land dieses Kooperationsverbot lange Zeit hatten, was gelähmt hat, dass der Bund direkt Geld in das Thema Bildung gibt. Da gab es viele bürokratische Hürden. Und ich glaube, da muss man auch ganz kritisch und auch ganz selbstkritisch sagen, auch wenn man sich die Corona-Pandemie anschaut, das ist nicht überall gut gelaufen. Ja? Und ich glaube, wenn wir Familien anschauen, dann war die Corona-Pandemie gerade für Eltern mit Kindern eine extreme Herausforderung. Aber es war auch für Schule und für Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrer eine große Herausforderung, weil von heute auf morgen mit einmal ein System irgendwie umgebrochen werden sollte und jeder wusste wie oder wusste eben nicht wie. Und ich kann nur sagen, bei uns im Landtag gab es heiße Diskussionen, ob wir jetzt Ausschusssitzungen über Zoom oder Jitsi oder Skype machen dürfen, was datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Das hat einen wahnsinnig gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Diskussionen auch in vielen Schulen geführt wurden, dann ist das nicht 2022 gewesen. Weil das eingangs gefragt wurde, das Glasfasernetz, glaube ich, sagen wir alle, ist super ausgebaut, gibt es an vielen Schulen, aber wir sind in der Sachsenwaldschule, deswegen erlaube ich mir das zu sagen, es ist ja nicht vorbei mit dem Glasfasernetz. Diese Schule ist in Teilen denkmalgeschützt und hat Klassenräume, die eine Steckdose haben. Ja, und da hatten, ja, aber genau. Genau, aber das ist... Genau, die Zeit ist jetzt vorbei, weil wir auch da Konflikte hatten zwischen Denkmalschutz und Digitalisierung und Ausbau. Und das sind Themen, die abgebaut wurden, um Schulen zu digitalisieren. Also wir können uns,
Aber wir hatten genau diesen Konflikt. Bei der letzten Landtagswahl haben wir darüber gesprochen, wie soll Digitalisierung hier funktionieren. Wir haben nur eine Steckdose im Klassenraum und alle Schüler haben ihr Handy-Ladegerät dabei und in der Pause gibt es Bambule. Diese Themen sind hier, aber auch in vielen anderen Schulen, auch gemeinsam mit Denkmalschutz und Ähnlichem abgeräumt worden und angegangen worden, damit wir unsere Schulen voranbringen. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir auch Lehrer, gerade auch ältere Lehrer, gut befähigen, mit der Technik umzugehen. Ich glaube, es ist für keinen Menschen unangenehmer, als Technik anwenden zu müssen, mit der man nicht sicher umgeht, vor Menschen, die viel besser damit umgehen können, die sich im Zweifel darüber lustig machen, die Autorität dann untergraben, weil man nicht weiß, wie was funktioniert. Deswegen ein Schwerpunkt da auf Ausbildung und Fortbildung für Lehrkräfte. Es gibt viele, die machen das super, aber es gibt ja auch Gründe, weshalb der Overhead-Projektor noch nicht ausgestorben ist. Gut, letzte Frage in diesem Komplex an Sie, Herr Dahms. Was muss an den Schulen noch passieren? Ja, einmal zum Status. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich rudimentär erkannt haben, was das Problem ist. Also wir können jetzt beginnen. Das Thema ist tatsächlich vielschichtig und das Thema ist einmal unsere Föderation, unser föderales System mit Bund, Land und Kommune. Es gibt zwar den Digitalpakt, wo Schulen sich jetzt eben ausstatten können, aber das Thema ist ja tatsächlich, wenn man sich nur die weiterführenden Schulen hier in Rheinbeck anschaut, dann haben wir 2000 Schüler. Das heißt, idealerweise, und wir können nur idealerweise umsetzen, weil wir sind ein rohstoffarmes Land. Das haben wir jetzt wieder mal lernen dürfen. Das Einzige, was wir beisteuern können, das sind Ideen. Und nur wenn wir gute Ideen und gute Erfindungen in der Zukunft haben und mit Innovationen in der Zukunft eben zeigen, dass Energiewende eben nicht nur wichtig wegen Klimawandel ist, sondern vielleicht auch wirtschaftliche Vorteile bringt, nur dann kommen wir insgesamt voran. Das heißt, das Thema Bildung und hier in dem Zusammenhang Digitalisierung, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Das ist noch wichtiger als Klimawandel, weil ohne Digitalisierung und gute Bildung werden wir am Ende den Klimawandel nicht hinbekommen und die Energiewende. Und insofern ist eben das Problem tatsächlich, dass wir hier wiederkehrend Hardware brauchen. Wir brauchen jedes Jahr wieder neue Einschulungen, neue Hardware dann für diejenigen, die von der Grundschule beispielsweise jetzt in die weiterführende Schule kommen. Wir brauchen Mitarbeiter im Rathaus, weil die Lehrer können das nicht, die Accounts anlegen für die Schüler, die sich um IT-Probleme kümmern. Das kann auch nicht Teil der Lehrer sein. Dann brauchen Lehrer eben Fortbildung und Weiterbildung. Digitalisierung ist nicht. Heute habe ich die Folie auf den Overhead-Projektor gelegt und morgen beame ich sie eben ans Whiteboard. Und da ist viel noch zu machen. Und insofern vom Status, dank Corona und dank der Pandemie haben wir die Problemstellung erkannt. Viel weiter sind wir tatsächlich noch nicht. Ja, vielen Dank. Dann übergebe ich wieder an André Herbst mit einer schnellen Runde Wohnen und Siedeln. Markete, ausführen das mal. Okay. Ja. Gut, das aus meiner Sicht wahrscheinlich umfangreichste Thema haben wir jetzt zum Schluss. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ich werde das also versuchen, jetzt ein bisschen zu komprimieren. Ist hier mehrfach angesprochen worden. Südstormann, ein wirklich verdichteter Raum. Wer hier mal durchfährt und die Augen aufmacht, sieht natürlich, gelegentlich sind die Stadtgrenzen nicht wirklich erkennbar. Also Beispiel Wentorf ist so das Beste immer. Junge Kollegen von uns, die immer vom Bergedorf Richtung Wentorf geschickt werden, sagen dann immer, ich weiß gar nicht, wo Wentorf anfängt. Ist ja auch richtig. Also wir haben hier einen sehr verdichteten Raum. Ein Problem, was sich jetzt auftut und was immer virulenter wird, ist eigentlich Folgendes. Auch ein bisschen angetrieben durch Corona und durch den wachsenden Hang zum Homeoffice, wie ich annehme. Wir haben hier eine fortwährende Stadtflucht. Auch wenn Hamburg immer gerne behauptet, Hamburg wächst, ja, das stimmt. Aber im Binnenverhältnis Hamburg-Umland verliert Hamburg, wird Hamburg weniger. Es ziehen mehr Menschen aus Hamburg in das Umland, als aus dem Umland nach Hamburg hineinziehen. Was zur Folge hat, dass der Raum knapp wird. Und da jetzt meine Frage an Sie, wie kann man damit umgehen? Vor allen Dingen die Frage ist natürlich, kann das Land dort etwas tun? Wir haben eine Landesplanung, die in Schleswig-Holstein noch zu Zeiten der früher Verantwortlichen geradezu legendären Ruf genossen hat. Aber wir haben heute eine Situation,
wo man sagen muss, die Entwicklungsachsen, die festgelegt worden sind, sind so gut besiedelt und so eng besiedelt, dass es dort kaum noch Flächen gibt. Also weder Flächen für Wohnungsbau, noch Flächen für Gewerbeansiedlungen, noch Flächen für andere Dinge. Und wir haben dazu noch eine wachsende Konkurrenz, nämlich zwischen Wohnen, Gewerbe und der Landwirtschaft, die wir hier auch noch haben. Also was kann das Land tun, um dieser Situation zu begegnen? Oder, das schließe ich jetzt gleich an, das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen, aber wir wollen das jetzt ein bisschen verkürzen, oder werden wir irgendwann tatsächlich nicht umhin kommen zu sagen, wir können uns nicht nur in Hamburg keinen Einfamilienhausbau mehr leisten, sondern das funktioniert in Stormern, in Südstormern auch nicht mehr, weil wir gar nicht mehr die Flächen dafür haben. Wer möchte anfangen? Ja, dann fange ich mal an. Also ja, letzten Endes wäre ich der Idee zumindest irgendwie nicht völlig abgeneigt, weil wir brauchen einfach tatsächlich, Sie haben es gesagt, mehr Wohnraum und haben verhältnismäßig wenig Flächen hier, auch wenn es natürlich ein bisschen schon noch gibt. Aber es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn wir diese Flächen nutzen würden für jetzt nicht gerade Einfamilienhauswohnungsbau und auch nicht gerade irgendwie Doppelhäuser, sondern schon etwas kompakter, ein bisschen mehr in die Höhe und vor allen Dingen für bezahlbaren Wohnraum. Und ich glaube, das würde dann so ein bisschen auch, was Sie unter Stadtflucht angesprochen haben, irgendwie uns... ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt so sinnvoll ist, wenn sich irgendwie alle Leute aus Hamburg jetzt hier ihr Häuschen im Grünen irgendwie ins Umland stellen. Und wenn wir prioritär aber Wohnraum schaffen würden im Geschosswohnungsbau mit platzsparenden, klimaschonenden, hübschen Gebäuden. In Hamburg kann man sich teilweise in manchen Neubaugebieten angucken, wie sowas aussehen kann. Dann glaube ich, könnten wir hier gute Angebote haben für den Wohnraum hinkriegen, den wir hier wirklich brauchen. Das Wohnraummonitoring sagt ja, bis 2035 fehlen 3000 Wohnungen. Und das war noch vor dem Krieg und bevor jetzt Leute hierher geflüchtet sind, die natürlich auch perspektivisch Wohnraum brauchen. Und demnach, ja, müssen wir den schaffen. Das Land kann dazu beitragen mit Fördermitteln und gerade bevorzugt damit, dass es fördert, dass endlich auch wieder kommunaler Wohnungsbau stattfindet. Wir haben zum Beispiel im Kreistag einen entsprechenden Beschluss gehabt für eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft, wo dann die Kommunalpolitik gerade unserer Orte hier plus Arnsburg und Oldesloe, glaube ich, das dann wieder abgelehnt hat. Aber das ist ein Weg, den wir verfolgen müssen, finde ich, weil es ist natürlich immer günstiger, wenn man Wohnraum schaffen kann, der quasi zum tatsächlich anfallenden Kostenpreis dann erstellt werden kann und wo nicht noch irgendwelche Investorenrenditen oder Dividenden bei rumkommen müssen. Herr Habersaat, Frage, ich hatte eben eine Frage da noch angeschlossen, da würde ich jetzt nochmal drauf abzielen wollen. Sie sitzen ja schon längere Zeit im Landtag in Kiel. Das Thema wird Ihnen auch nicht ganz neu sein. Das Thema ist ja auch in der Region nicht neu. Irgendwann das Häuschen im Grünen verbieten oder sich vielleicht mal Gedanken machen, ob das mit den Entwicklungsachsen so noch hinhaut? Man muss sicherlich die Landesplanung insgesamt immer wieder überprüfen, ob die noch zeitgemäß ist. Wir haben ja, also ich würde auch nicht sagen, dass die Leute nun alle nur noch aus Hamburg ins Umland ziehen und niemand mehr zurück, sondern es ist eigentlich ein weltweiter Trend zu beobachten, dass Menschen in Metropolregionen ziehen. Und das trifft dann sowohl die Metropole als auch das Umland. Und Hamburg reagiert darauf, indem massiv gebaut wird und neue Wohnungen geschaffen werden. Und das Umland wird nicht umhinkommen, das teilweise auch zu tun. Wir haben allerdings dann den Effekt, dass wir das im Prinzip vielleicht sogar mehrheitlich richtig finden, dass viele Ältere, die in ihrem Haus sitzen, das grundsätzlich wollen, dass sie irgendwann mal in eine seniorengerechte Wohnung ziehen, dass sie finden, dass ihre Kinder eine bezahlbare Wohnung bekommen sollen, dass es aber relativ leicht ist, zu jeder denkbaren Fläche, die wir hier hätten, eine Bürgerinitiative auf die Beine zu stellen, die genau das verhindert. Und ich finde das auch grundsätzlich richtig, dass es Bürgerinitiativen gibt. Das Problem dabei ist nur, dass die
ja nie das große Ganze zu verantworten haben und die Frage beantworten müssen, wo kann denn dann gebaut werden? Das Land kann da ein bisschen helfen. Wir haben im Wahlprogramm eine Landesentwicklungsgesellschaft stehen, die Kommunen dabei helfen soll, größere Flächen zu entwickeln für die öffentliche Hand vor allem, also nicht um es privaten Investoren zu geben, teilweise auch um mit Genossenschaften zu machen, mit denen wir hier in Rheinbeck ja gute Erfahrungen haben. Und dann wird, glaube ich, aber tatsächlich zu gucken sein, wo kann denn auf größeren Flächen neu gebaut werden. Das scheint mir erfolgversprechender zu sein, als mit der Nachverdichtung immer weiterzumachen. Wohin das führt, kann man hier auch an vielen Straßen sehen, wo wir denn Einfamilienhäuser haben und dazwischen ist dann auf die maximale Baugrenze eine Stadtvilla gepresst. Das schafft ja die gleichen Frickeligkeiten in der Nachbarschaft und löst rein quantitativ das Problem letztendlich aber nicht. Das ist der eine Punkt. Bis wir mit dem Bauen soweit sind, brauchen wir aus Sicht der SPD wieder eine Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein und die Kappungsgrenzenverordnung. Das ist das Einzige, was kurzfristig hilft, dass die Mieten massiv steigen. In dem Moment, als Jamaika das abgeschafft hat, haben mich aus Glinde die ersten Hochhausmieterinnen und Mieter angeschrieben und mir gezeigt, hier, das sind die Mieterhöhungen, die wir jetzt ins Haus bekommen, weil die Kappungsgrenzen weggefallen sind. Und was wir noch brauchen, das ist mehr im Norden des Kreises ein Problem, ist ein Wohnraumschutzgesetz, das es den Städten und Gemeinden ermöglicht, Mieterinnen und Mietern zu helfen, wenn wirklich Häuser verrotten gelassen werden. Also in Bad Oldesloe haben wir Hochhäuser stehen, die rotten vor sich hin. Da wohnen Menschen drin, deren Miete das Sozialamt zahlt. Das Sozialamt ist froh, dass die da untergebracht sind, aber das ist menschenunwürdig und die Stadt hat keine rechtliche Handhabe, da vorzugehen. Das wären so die drei Punkte. Bauen, Mietpreisbremse, Wohnraumschutzgesetz. Gut. Mein dritter Anlauf, jetzt an Herrn Kilian gerichtet. Ich teile mir jetzt Stormann mal so ein bisschen auf. Es gibt Regionen wie Rheinbeck, Glinde, angeblich die dicht besiedelte Stadt Schleswig-Holsteins, oder auch eine Gemeinde wie Oststeinbeck oder Basbüttel, alles wirklich sehr verdichtet. Und dazwischen gibt es Orte wie Witzhafe oder Ohe, die jenseits der Entwicklungsachsen liegen. Ist nicht ein Weg zu sagen, man muss dieses Prinzip, was ja ein sehr altes Prinzip ist, wenn wir ganz ehrlich sind, entstanden in Hamburg in den 30er Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre, also fast 100 Jahre alt, muss man da nicht irgendwann mal überlegen, ob das noch zeitgemäß ist? Ja, das hat die jetzige Landesregierung auch getan und den neuen Landesentwicklungsplan gemacht. Und da ist in der Region um Hamburg rum, in der Metropolregion, viel mehr erlaubt, als es in den Vorgängerzeiten war, weil wir mit starren Achsengrenzen eben genau diesen Bedürfnissen nicht mehr gerecht geworden sind. Das ist im neuen Landesentwicklungsplan so angelegt, dass wir eine ganz andere Entwicklung im direkten Hamburger Umland haben können, weil wir jetzt ja schon erleben, dass die Achsen, die in der Form mal angedacht waren, so gar nicht mehr existieren. Uns geht es nicht darum, Schleswig-Holstein jetzt hier den ganzen Wahlkreis zuzuballern und vollzubauen. Ja? Und wenn ich mir das, Martin Habersatt hat das eben angesprochen, Bürgerinitiative, ich an alle Rheinbecker Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Bürgerinitiative, ich glaube, so eine komplizierte Fragestellung, die Sie da entscheiden dürfen bei der Bürgerentscheid, das ist nicht besonders bürgerfreundlich, was da an Fragestellung kommt. Kein Mensch weiß, was damit gemeint ist. Im Endeffekt suggeriert es den Eindruck, dass das gesamte Holzvogtland, die Freifläche, also zwischen Rheinbeck und Schönningstedt, zugebaut werden soll. Das ist nicht so. Es geht dort um eine Fläche, einen Acker, Stamers Acker, den Kampsredder, der bebaut werden soll. Und darüber muss man diskutieren, ob man das möchte oder nicht. Ich finde es aber unredlich, wenn der Eindruck entsteht, dass die gesamte Fläche mit Wohnbebauung zugebaut werden soll, weil die Kommunalpolitik sich ja auch entschieden hat, dass wenn dieses Bauprojekt kommen sollte, und das ist eine kommunalpolitische Entscheidung, die hier in der Kommunalpolitik in Rheinbeck getroffen wird, wenn das kommt, soll der Rest der Fläche freigehalten werden. Also diese Fragestellung, und ich glaube, das ist auch nochmal was für Medienberichterstattung, wie kompliziert darf eine Fragestellung sein, vorne mit positiv, hinten befürworten Sie es, etwas zu unterlassen und dann mit, glaube ich, 5 Kommata Zwischensätzen. Komplizierter geht es nicht, aber genau das ist so ein Thema, wenn wir über das Thema Bauen, Bauen, Bauen reden. Mir geht es nicht darum, also Landesentwicklungsplan wurde neu aufgelegt. Aktuell werden in Schleswig-Holstein in den letzten 5 Jahren jedes Jahr über 10.000 neue Wohnungen geschaffen. Wir haben einen wahnsinnigen Wohnungsdruck und es wird so viel gebaut wie noch nie. Ich glaube, das ist auch wichtig und was wir jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise erleben, und ich finde, das ist auch eine humanitäre Verantwortung, die wir haben,
ist, dass wir auch dafür Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Und wir erleben, dass ganz viele Privatleute bereit sind, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das ist großartig. Aber wir wissen auch, und gerade was das Thema bezahlbares Wohnen angeht, dass in Steinbeck, in Glinde, in Rheinbeck Menschen, junge Familien, die im Ort bleiben wollen, sich das nicht leisten können, dort ein Haus zu kaufen oder aber eine günstige Miete zu bekommen. Und ihnen dann gesagt wird, ja, zieh doch weiter raus. Schlechtere Anbindung etc. pp. Warum muss ich meinen Ort verlassen? Deswegen müssen wir über das Thema bezahlbaren Wohnraum sprechen und schauen, was verhindert Bauen und was macht Bauen teurer. Es ist erwiesen, da gibt es Studien, die die Freie und Hansestadt Hamburg gemacht hat, die hat die Mietpreisbremse erlassen, klingt auch auf den ersten Blick richtig klasse, Mietpreisbremse, es wird irgendwas gebremst und zu hohe Miete gestoppt. Im Endeffekt, das Einzige, was wirklich wesentlich gestoppt wird, ist der Neubau von Wohnungen und die Verknappung von Wohnraum fördert man damit. Deswegen, so toll der Begriff Mietpreisbremse klingt, ist es kein adäquates Mittel. Was man günstiger machen muss, ist kaufen. Und zwar, das trifft im Zweifel alle. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge für die Landtagswahl. Unsere Partei sagt, die erste selbstgenutzte Immobilie soll grunderwerbsteuerfrei sein. Die SPD will die Grunderwerbsteuer senken auf 3%. Die Grünen wollen bei der Grunderwerbsteuer gar nichts machen. Was die FDP bei der Grunderwerbsteuer machen will, kann mein Kollege gleich erzählen, das weiß ich gar nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall spannende Themen. Es wird sich nicht jeder leisten können, was selbst zu kaufen. Ich glaube aber, das Eigenheim zu verbieten, ist auch der falsche Weg. Wir müssen den Leuten, und das ist auch grundgesetzlich, da bin ich wieder Jurist, grundgesetzlich zugesichert, eine Eigentumsfreiheit, auch eine Baufreiheit. Wenn man sich ein Eigenheim errichten möchte, dann muss das möglich sein. Wir sollten aber schauen, dass wenn bezahlbarer Wohnraum und auch geförderter Wohnraum, also nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch zu günstigen Konditionen für die, die so immer sonst durchs Raster fallen, geschaffen wird, dass wir dann genau überlegen, sind wir wirklich dagegen oder aber ist das vielleicht eher so eine allgemeine Stimmung, in die man mitgezogen wurde, dass man sich gegen ein Großprojekt ausspricht. Ich lese hier auf unterschiedlichen Plakaten gegen Großinvestoren in Rheinbeck. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, wenn man sich um bezahlbaren Wohnraum in der Region kümmern möchte. Aber ist das nicht Teil des Problems? Ich komme nochmal auf meinen Ausgang zurück. Also ja, das ist geändert worden. Die Frage ist ja aber, was kann das Land tun, um halt die Zwischenräume, die bisher nicht so entwickelt sind, wo also Platz wäre noch, ich rede jetzt gar nicht von den Einfamilienhäusern, wo auch Platz wäre, auf den Dörfern meinetwegen Mietwohnungsbau zu betreiben, damit die Senioren, die ihr Eigenheim verlassen, weil sie es nicht mehr halten können, damit sie dort weiter wohnen können, was ja die meisten wollen. Was kann denn das Land tun an planerischen Maßnahmen oder möglicherweise auch an gesetzgeberischen Maßnahmen, um so etwas voranzutreiben? Ein Beispiel, § 11 Absatz 2 Erbbaurechtsgesetz ist hochtechnisch, einfach eine Verordnung erlassen, dass man das Grundstück nicht verkaufen muss. Es gibt ganz viele Grundstücke, gerade in Rheinbeck ein Beispiel, die Kirche möchte ihren Grund und Boden nicht verkaufen, erlaubt aber ein Erbbaurecht. Das kann man noch erleichtern, das sollten wir dringend tun, weil wir so mit Erbbaurechten, Rheinbeck ist das beste Beispiel für Erbbaurechte, bezahlbaren Wohnraum in der Fläche leichter ermöglichen können. Alles klar. Herr Dams. Ja, einmal zu meinem Vorredner und das Thema Holzvogtland. Die Fragestellung ist tatsächlich relativ einfach. Es geht bei der Fragestellung darum, soll das Holzvogtland in Gänze von Bebauung freigehalten werden? Und da werbe ich für, mit Ja zu stimmen. Das Holzvogtland soll freigehalten werden. Was ist der Hintergrund? Das ist ein kommunalpolitisches okay. Thema. Und wir sind jetzt in der Zusatzzeit. Ja. Insofern erzählen Sie uns doch lieber noch was über die Grunderwerbsteuer. Also wenn ihr die senken wollt, wir sind dabei. Gut. Und zum Thema, was kann die Landesregierung noch tun? Ganz kurz und knapp. Also wichtig ist erstmal, dass wir vorher planen, bevor wir was entwickeln, weil wir sehen, wo das sonst hinführt, zu Verkehrsstaus und zu Kita-Problemen. Weil wenn wir erst wachsen lassen und dann die Kita-Probleme haben, dann haben wir ein Problem. Insofern ist erst vernünftige Planung ganz, ganz wichtig. Und das Thema, was bisher nicht
bespielt wird, ist das Thema Belegungsrechte, dass Belegungsrechte eben auch gekauft werden können und die können auch im großen Stil gekauft werden. Wir haben keinen Mangel in Wohnraum in Rheinbeck und in der Umgebung. Wir haben hier 13.000 Wohneinheiten in Rheinbeck und 1.000 Wohneinheiten wechseln im Jahr den Mieter oder auch den Eigentümer bei Einfamilienhäusern. Und in der Regel ist es so, oder es ist immer so, der Altbau, der kostet in Rheinbeck zwischen 6,50 Euro und 9 Euro und der Neubau, der kostet nach aktuellen Baupreisen so bei 14 Euro. Das heißt, selbst wenn wir neu bauen würden und dort eben einen Anteil an Sozialwohnungen errichten, wir verbrauchen viel Fläche, lösen nur Teile des Problems. Insofern soll und muss die Landesregierung sich in Zukunft mit dem Thema Belegungsrechte die Kommunen kaufen müssten, aber da kann ja die Landesregierung auch Einfluss nehmen, Belegungsrechte eben zu kaufen und so dieses Problem eben des bezahlbaren Wohnraums zu mildern an der Stelle. Also das Land gibt den Kommunen Geld, damit die dafür sorgen, dass preisgünstig gebaut wird. Nein, habe ich das richtig verstanden? Nein, das haben Sie falsch verstanden. Es ist so, dass es für die Kommune günstiger ist, selber eigenes Geld auszugeben für Belegungsrechte und dort eben dann eigenen Wohnraum zu haben und zu bestimmen, wer dort einzieht, weil sie dadurch eben weniger soziale Infrastrukturkosten in Sachen Schulneubau, Kita-Neubau verursachen, das Problem direkt und viel schneller lösen können, als wenn sie erst auf die Fertigstellung des Neubaus warten. Und insofern ist es Aufgabe der zukünftigen Landesregierung, dieses Thema in Form von Beratung und Information an die Kommunen und Gemeinden weiterzugeben, dass das Kaufen frei verhandelter Belegungsrechte günstiger ist als das Thema Neubau von Sozialwohnungen. Ja, ich gucke jetzt mal Frau Bartsch an. Also ich glaube, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, ob Sie nun doch das Land dazu bringen wollen, den Kommunen nahezulegen, ich sage es mal so, diesen Weg zu gehen. Nur den Kauf von Belegungsrechten, den kann man natürlich ausweiten. Gucke ich jetzt mal, ne, da kann man ja sagen, also man verlängert die Belegungsperioden von, heute gibt es glaube ich die ersten ab 15 Jahren oder 25 Jahren, vielleicht auch 40 Jahren, waren, gab es ja alles mal schon. Der erste Schritt ist ja, wenn Belegungsrechte auslaufen, mit diesen Eigentümern zu reden, ob die nicht gegen Geld verlängert werden. Ja, ist klar, aber genau, jetzt können wir Frau Bartsch an, wie viel Geld soll man denn dafür in die Hand nehmen, weil also erstmal kriegen wir dadurch nicht mehr Wohnungen, dadurch, dass wir Belegungsrechte haben. Ja, und die Frage ist jetzt an Sie. Okay, also erstmal, glaube ich, dürfen wir zwei Dinge grundsätzlich nicht vermischen, die gerade vermischt werden. Auf der einen Seite gibt es den Bedarf nach mehr Wohnraum und da geht es erstmal prioritär nicht nur um bezahlbaren Wohnraum. Also ich komme aus Wentorf, da können Sie alles verkaufen. Zu jedem beliebigen Fantasiepreis können Sie im Moment in Wentorf alles verkaufen. Sie werden für alles Einkäufer finden. Das ist völlig irre. Das heißt, es geht um zwei verschiedene Dinge. Es geht einmal darum, wir brauchen mehr Wohnungen, weil offensichtlich mehr Menschen hier in der Umgebung Wohnraum brauchen. Das liegt zum einen daran, also man sagt ja immer, wenn Deutschland schrumpft, wir haben immer weniger Menschen, warum brauchen wir mehr Wohnraum? Wir brauchen auch deswegen mehr Wohnraum, weil es mehr Single-Haushalte gibt, weil es andere Wohnformen gibt. Also wir brauchen mehr Wohnungen. Und dann brauchen wir zusätzlich von diesem Anteil mehr Wohnungen, brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Da wieder muss man aufpassen zwischen Sozialwohnraum, also der tatsächlich sozial gefördert ist, für die Menschen, die am unteren Ende der Einkommensskala sich befinden, und zwischen bezahlbarem Wohnraum, der auch für jeden, der sich in der mittleren oder in der, wie wir uns alle finden, Normalverdiener-Bereich befindet. Da müssen wir gucken, dass wir eine gute soziale Struktur in unseren Orten erhalten und nicht nur das eine tun oder das andere. Was man auch nicht vergessen darf, dass natürlich das Hamburger Umland auch schon wahnsinnig viel geleistet hat. Wer sich Wentorf anguckt, wir haben uns vervierfacht, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Wir haben es sogar in den Spiegel geschafft, als Gemeinde, die am meisten gebaut hat.
Aber was wir nicht gemacht haben, und da kann auch wieder das Land beratend zur Seite stehen, weil es ist Kommunalrecht, aber es kann beratend zur Seite stehen. Wir haben natürlich immer geguckt, was passt bei uns in unsere dörfliche Struktur und haben deswegen viele Einzelhaus-, Reihenhausbebauung, dann haben wir ein bisschen eingeschossig, zweigeschossig, aber wir haben klein Manhattan gebaut, weil das bei uns in das Dorf nicht reinpasst. Aber wenn wir wirklich in den günstigen Wohnraum gehen wollen, dann geht das bei den Grund- und Bodenpreisen nur, wenn wir in die Höhe gehen. Und das sind Prozesse, das kann man gut finden oder schlecht finden, aber da könnte das Land, wenn es denn diesen Auftrag erhält, beratend, entwickelnd den Kommunen zur Seite stehen. Weil in den Kommunen sitzen Kommunalpolitiker wie ich und wie wahrscheinlich alle hier angefangen haben, die sich im Zweifel auch zum ersten Mal mit der Thematik dann befassen, wenn es um die Ausweisung von großen Baugebieten geht. Ja, vielen Dank, okay, Frau Bartsch. Frau Bartsch, meine Herren, das ist ein Thema, über das wir noch stundenlang weiter diskutieren könnten. Aber ich muss jetzt die Liste hier leider schließen. Ich danke Ihnen für eine unglaublich besonnene und harmonische und fast freundschaftliche Diskussion, die trotzdem sehr informativ war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte vorgestern in Ahrensburg Ihre Kollegen gefragt, jeden Einzelnen so als Schlusswort, mit wem Sie denn jetzt in die Bar gehen würden. Das werde ich Sie nicht fragen, weil die Bar ist voll, da sind die Ahrensburger noch drin. Wahlgeschenke oder Geschenke ist das Stichwort. Jeder von Ihnen darf einen Gegenstand einer beliebigen Person hier auf dem Publikum schenken. Herr Herbst und ich sind ausgeschlossen. Herr Wilkening, wem schenken Sie was? Oha, das ist ja nur eine kreative Fragestellung. Ja, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, jetzt müsste ich ja irgendwie priorisieren und mir dann noch ein Geschenk ausdenken. Ich hätte gehofft, dass das eine Einwort-Antwort ist. Nee, also um 22 Uhr 10, das wird nichts mehr. Ich schenke allen meine Wahlkampf-Kugelschreiber, sorry. Herr Habersack. Ich schenke Herrn Kilian ein großes Kinderbücherregal, damit er das für seine Tochter auffüllen kann. Frau Bartsch. Dann schenke ich Herrn Dahms einen Fußball. Ein was? Einen Fußball. Herr Dahms. Ich schenke Herrn Habersatt ein Buch, 1x1, engpasskonzentrierte Strategie. Und damit Herr Wilkening auch was bekommt, und weil er es vorhin so nett angesprochen hat, schenke ich ihm eins meiner Plakate, alle 10 Minuten verliebt sich die S21 in Rheinbeck. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns schon am Montag wieder zur gleichen Zeit, dann im Oberstadttreff in Geesthacht mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 35 Lauenburg Süd. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund.